Erstmal absetzen hier. Andere Burkhalter, willkommen ganz zum Splinken hier. Seid vorsichtig damit! Hey, was ist denn das? Bringt er dem Obersten Geschenk mit? Vielleicht hat er seine Bote da drin. Könnte sein. Die Benötigung gibt es in allen Größen. Wir sagen es mal dem Körner. Kater, das zieht doch, Mensch. Ja, um die Ohren habe ich immer Schwierigkeiten. Auf meinem Passbild habe ich 2 Ohren, die möchte ich auch behalten. Immer der Reihe nach. Erstmal Platz. Kommt nicht in Frage. Für Haarschnitt bin ich nicht versichert. General Burkhalter ist gerade angekommen, Körn. Ja, mit einer Olskiste. Etwa von der Größe. Picknickkorb für Flachbrüstige. Interessant. Le Beau geht in Klings Büro und sagt, du willst die Fenster putzen. Schulz hat es dir befohlen. Wird gemacht, Colonel. Kater, das Ohr ist noch dran. Die Truppe steht auf meiner Hundemarke. Das war dicker auf der Matte steht, hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, hier Station zu machen. Nee. Aber dann gab es plötzlich einen Luftangriff, der mich nachdenklich gemacht hat. Na, und die schmeißen immer so harte Eier runter, das hat mein Dicker ganz richtig gemacht. Halten Sie mal Ihre dämliche Schnauze. Ja, recht gut, ich mach die Schnauze zu. Ich nehme an, Sie würden gern wissen, was sich da drin befindet. Ja, aber ich muss ja die Schnauze halten. Es ist ein Geschenk. Oh, das wäre aber nicht nötig gewesen, aber trotzdem herzlichen Dank. Nicht für Sie. Das ist typisch. Ja, Sie hätten mir ja auch mal was mitbringen können. Ich komme gerade aus Paris. Ich musste da was einkaufen. Ah, was Schwarzes für die Kalinke? Das auch nicht, aber als ich dort war, fiel mir ein, dass Göring in 4 Wochen Geburtstag hat. Laut meinem Kalender hat er 3-mal im Jahr Geburtstag. Ist völlig egal. Da ich Görings Interesse an der Kunst kenne, bin ich in den Louvre gegangen und habe das hier ausgeliehen. Oh. Das ist Manets berühmtes Bild, Knabe mit Querflöte. Mindestens 500.000 wert. So ein kleiner Musiker. Oh. Und den haben sie direkt im Louvre geklaut. Requiriert. Frankreich gehört uns. Na, da wird sich der Göring aber freuen über das Bild samt seiner Querflöte. Das hoffe ich. Aber bis zu seinem Geburtstag würde ich das Bild gern hier im Lager aufbewahrt wissen. Der Feind hat seine Luftangriffe verstärkt. Und ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass es zerstört wird. Nun, dann machen Sie sich mal ja keine Sorgen, denn ein Gefangenenlager wird ja niemals bombardiert, ja. Deshalb bin ich ja hierher gekommen. So, und nun gebe ich's Ihnen in Verwahrung. Bis ich es wieder abhole. Sollte diesem Meisterwerk etwas zustoßen, Klink, werde ich persönlich das Vergnügen haben, Sie umzubringen. Was sollte der Querflöte schon zustoßen? Ich bin gespannt, ob das Bild bei Ihnen gut behandelt wird. Ah, Sie werden sich wundern, die Kalinke wird's mit Atta erstmal richtig sauber machen. Ja,
Euch werd ich helfen. Also, wo ist es? Wo ist was? Du weißt, wovon ich spreche. Ich komme gerade aus Klings Büro. Ist er sauer? Sauer? Der springt im Dreieck. Das ist doch gesund. Der Kommandant hat sowieso zu wenig Auslauf. Halt die Schnauze. Also gut, Lebo, ich frag nochmal, wo ist es? Na gut, meinetwegen. Ihr ist es. Aber ich gebe es nicht raus, lieber sterb ich. Lebo, begreifst du nicht? Wenn wir es nicht zurückgeben, wird uns Burkhalter in die Luft sprengen. Außerdem wird er Klink versetzen lassen oder ihn selbst erschießen. Und was passiert dann? Dann kriegen wir für Klink einen neuen Kommandanten und wer weiß, was das für ein Schwein ist. Und wir sind aus dem Geschäft. Stimmt. Außerdem sieht so ein Bild ohne Rahmen nicht besonders aus, finde ich. Eine halbe Million. Ich weiß genau, was du empfindest. Ist doch klar. Kein Franzose gibt freiwillig was auf, was eine halbe Million wert ist. Naja, vielleicht war ich etwas voreilig. Gut, dann gehen wir. Ach, Moment. Mir fällt da gerade was ein. Wir haben das Bild und die haben es nicht, weil es Lebo geklaut hat. Und warum sollen wir das jetzt einfach so zurückgeben? Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber mir gefällt's schon mal. London wollte doch Informationen über deutsche Flakstellungen, Truppenbewegungen und Befestigungsanlagen. Über den Schlüssel für Berchtesgaden, den haben sie noch nicht verlangt. Wir können bestimmt sehr viele Informationen zwischen hier und Paris sammeln. Paris? Ausgesprochen wird es Paris. Und da fahren wir hin. Nur hat sie ihm völlig die Birne durchgedreht. Carter, ruf mal dem Colonel ein Taxi. Ich wäre dabei, aber wie kommen wir nach Paris? Ein Monsieur Manet hat uns vor vielen Jahren eine Fahrkarte dahin gemalt. Jeder Urlaub ist für jede Feldklaus ab sofort gestrichen. Gestrichen für alle gilt Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Bis auf hat jeder Gefangene Stubenarrest. Jawohl, Herr Kommandant. Herein. Nun. Ich habe es gefunden. Mein süßer Freund, er hat es gefunden. Haben Sie es gehört, Schulz? Ne, zeigen Sie her. Mein Gott, Hogan. Das werde ich nie vergessen. Das beweist doch, wenn sich Menschen wirklich mögen. Ist das das Bild? Mit einer Pinzette und etwas Leim kriegt man das. Wer war das? Ja, meine Liebe zu Frankreich hat mich dazu getrieben. Die wird sie noch ganz woanders hintreiben. Schulz, Kriegsgericht vorbereiten. Jawohl, wird vorbereitet. Das wird bestimmt eine faire Verhandlung werden. Das Urteil wird lauten, Exekution durch Erschießen. Verlangen Sie unfaire Verhandlung. Schnauze! Fantastisch, kann das Erschießungskommando gleich beides erledigen. Beides? Was denn? Na, Lebos Exekution und Ihre. Ich weiß schon, wen ich für das Erschießungskommando nehme. Schnauze, Schulz! Hogan, Sie werden auch vors Kriegsgericht gestellt. Was meinen Sie, wie Ihr Kumpel Burkhalter reagiert, wenn Sie ihm den leeren Rahmen geben? Dann kotzt der rote Würmer. Wissen Sie eigentlich, in was für eine Situation Sie mich gebracht haben? Doch, Göring glaubt doch, wir wollen ihm den Haken eingipsen, wenn er das kriegt. Ja. Na, vielleicht sollten wir doch versuchen mit der Pinzette und ein bisschen Leim. Schulz, reifen Sie die Klappe! Was soll ich denn bloß tun? Vielleicht kann man das Gemälde nach einer guten Fotografie kopieren. Gute Künstler können sowas. Aber richtig gute Kopisten gibt es nur in Paris. Sicher, daran habe ich nicht gedacht. Vergessen Sie es, Oberst. Nee, nicht vergessen. Nichts ist. Ich fahre nach Paris und werde es machen lassen. Ich werde es sogar auch bezahlen. Sie fahren in deutscher Uniform nach Paris und bitten einen Franzosen, Ihnen zu helfen? Der wird Sie erstechen. Und dann fragen, was Sie wollen. Ja, was soll ich denn tun? Wo kennst du kein Maler in Paris? Doch sicher, besonders mein Freund Monsieur Verlaine. Er hat schon viele große Meister in den Museen kopiert. Sollte das eben etwa ein Vorschlag gewesen sein, dass ich Sie nach Paris schicke mit der kleinen Kakerlake? Was haben wir Sie manchmal zwei und zwei zusammenzählen können? Kommt nicht in Frage. Schulz, wer würde unseren Weltmeister erschießen? Ja, da ist der Willi und der Frank. Schnauze, Schulz! Ich tue mich da wahnsinnig schwer, aber wenn Sie mir Ihr Ehrenwort geben als Gentleman und Offizier... Das haben Sie schon. Einer meiner Männer hat Mist gebaut, also muss ich helfen, das wieder gerade zu biegen. Gut, mein Freund, ich vertraue Ihnen. Aber Ihre Männer behalte ich alle als Geisel, nur zur Sicherheit. Er vertraut mir eben blind. Schulz und Langenscheid werden Sie als Wachen begleiten. Ja, mit Freuden, Herr Kommandant. Aber, Herr Kommandant, wir kommen wahrscheinlich an sehr viel Wachen vorbei. Ich werde einen schriftlichen Befehl mitgeben, in dem steht, dass Sie die Männer zum Verhör nach Paris bringen. Ich unterzeichne. Was steht denn hier noch so dusselig rum? Ich schätze, Schulz kann das Erschießungskommando abbestellen. Natürlich kann er das. Aber Schulz, behalten Sie die Namensliste für alle Fälle. Bild und Uniform sind unterm Sitz versteckt, Karl. Gut, Kinch. Kümmer dich um den Laden, bis wir zurück sind. Werden wir schon schaukeln. Viel Glück. Mach's gut, Kinch. Ich schick dir eine Postkarte. Mit dem nackten Eiffelturm, hä? Viel Glück, Hogan.
Los, Beeilung, Scholz. Warum muss ich eine Uniform von einem General tragen? Weil wir kein Risiko eingehen wollen, falls man uns anhält. Aber ich habe doch den Befehl, den Klink unterzeichnet hat. Außerhalb des Lagers bedeutet Klink nur, dass zwei Trinkgläser zusammengestoßen sind. Los, zieht sie an. Jetzt sieht sie wie angegossen. Ich habe sie selbst genäht. Meine schönen weißen Unterhosen. Wenn man mich entdeckt, ist es aus mit der weißen. Aber als General steht man auf jeden Fall stramm vor Ihnen, Schulz. Das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Komm, ich helfe dir. Das rechte Beinchen. So ein schlechter Krieg ist es nicht, gell? Ja, nur was ist mit denen da, Feldwebel? General. Außerdem sind das meine Freunde, die werden nichts Unrechtes tun. Ja, ich hoffe es, General. Der Wein ist sehr gut. Ich hoffe nur, dass wir Frankreich nach dem Krieg behalten. Der 4. Artillerieoffizier und alle stammen aus derselben Hand. Mach dir mal 509. Ja gut, habe ich mir schon gemerkt. Bleibt denn dein Freund Werner? Der wird schon kommen, keine Sorge, Colonel. Ich nicht, Colonel, das ist viel zu gefährlich. Das macht mich fertig, wenn ich die in Paris sehe. Sieh das nicht so verbissen. Jetzt handeln wir uns noch Ärger ein. Ja, das habe ich nun davon. Das ist das. Oh, Le Beau, mein Junge, ja, was habe ich dich lange nicht gesehen? Aus. Monsieur Hogan? Monsieur Bellet? Enchanté, Monsieur. Mademoiselle Suzette? Ja. Enchanté, Monsieur. Das Problem habe ich auch mit meinen Füßen. Doch, Vermin, ich habe eine große Bitte an dich, aber ich zahle erst mal und dann gehen wir woanders hin. Très bien. Ich schreib mir was. Der Bengel zeigt sehr viel Interesse. Oui, je veux ça. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Wie viel ist es? Mir, das ist für Sie. Und das geben Sie dem deutschen General. Das haben die aus dem Louvre geklaut. Bezahlt hat er sicher nicht. Miser. Arschlöcher. Sie vergessen Schweine. Ach, übrigens, von wem redest du überhaupt? Über Offiziere. Da bin ich wohl im falschen Etablissement. Ich bin übrigens auch Offizier. Und sowas kann ich nicht davon sitzen lassen. Vielleicht sollten Sie schon mit der Kopie anfangen, da die Zeit eilt. Oui, Monsieur. Ja, eher Sie anfangen, das... Moment einmal. Das ist doch das Bild, was verbrannt ist. Ja, irgendwas ist irgendwie eigenartig. Sie hat gefälligst mal die Klappe. Jetzt kennen Sie unser Geheimnis, Scholz. Du lieber Himmel, ist das ein Scheiß. Oh, das gibt Schwierigkeiten. Und zwar mächtige Schwierigkeiten. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, sind Sie in der Nähe. Ja, und wenn Sie ein Wort sagen, sagen wir, Kling, Sie hätten alles vorher gewusst. Le Beau, das würden Sie nicht tun. Das ist ja gerade das, er würde es tun. Georgie, in Paris sind Sie als General und halb betrunken von dem herrlichen Wein. Was wollen Sie denn noch mehr? Was ich will? Ich will die Wahrheit wissen, die ganze Wahrheit. Und was sehen Sie Ihrer Meinung nach als Wahrheit? Das ist ja gerade das. Ich sehe gar nichts. Na, Georgie,
Hallo, Suzanne, oui? Bereite mir bitte die Leinwand vor. Hab ich schon gemacht, Papa. Das wird meine beste Kopie werden. Damit leiste ich meinen Beitrag für mein Heimatland. Ja, er weiß ja nicht, ob das so bleibt. Das Original verstecken Sie bis nach dem Krieg für uns? Ist meine heilige Pflicht. Vive la France. Vive France, Abalibosch. Abalibosch, Abalibosch. Was hat er gesagt? Dass Sie so ein netter General sind, Schatz. Oh, Moment, wir bekommen Besuch. Die Lederbänge ist aus dem Café. Die alten hier vor der Tür. Ja. Die Gestapo. Nein, Robin Hood und seine Bande. Was machen wir jetzt? Ins Nebenzimmer, schnell, los, kommt. Wir versuchen, sie loszuwerden. Oui, ich werde mein Bestes tun. Aufmachen! Gestapo. Guten Tag, Fräulein. Bonjour, Monsieur. Nur ein Routinebesuch. Leben Sie alleine? Mit meinem Vater. Aha. Sonst noch jemand? Wollt sonst noch jemand hier? Wenn jetzt mein Onkel besucht, dann bleibt er über Nacht. Aha, Ihr Onkel. Und eventuell noch ein paar seiner Freunde? Oh, Monsieur, ich bitte Sie, was wollen Sie denn hier finden? Haben Sie was versteckt? Nein, Monsieur, ich wüsste nicht, was ich verstecken soll. Den Schlüssel, sofort. Ja, was ist denn hier für ein Krach, mein Schätzlein? Keine Ahnung, Mäuschen. Und wer sind die? Oh, verstehe. Das sind doch Bullen, oder? Und was haben Sie hier zu suchen? Na, eine Routineüberprüfung, Herr General. Achtung! Und das sagen Sie ja dauernd, gell? Routine! Routine, Songs! So. Was fällt euch Idioten eigentlich ein, hier reinzuplatzen und einen deutschen General zu stören? Wir tun nur unsere Pflicht, General. Wir hatten ja keine Ahnung. Ach so, Sie hatten keine Ahnung. Ich bin von euch Saupreisen gewöhnt, dass ihr gut informiert seid, wenn ihr irgendwo eindringt und einen General stört. Wenn er gerade mit seiner... Nichte. Nichte, danke, Schatzi. Ich versichere Ihnen, General, wir hatten nicht vor, uns in Ihr Privatleben einzumischen. Naja, das wäre ja noch schöner. Jetzt hören Sie mal zu. Falls so etwas wieder vorkommt, dann werde ich das sofort Ihrem vorgesetzten Offizier melden und der meldet es seinem Vorgesetzten und der gibt's dann an Himmler weiter und Heinrich ruft mich an und dann ist es wieder bei mir. Und wenn es erst wieder bei mir landet, dann werdet ihr Nordlichter mal kennenlernen, was eine echte bayerische Wildsau ist. Und dann gibt's Schwierigkeiten. Sie sind weg. Wirklich? Warum haben Sie das Gesindel denn laufen lassen? Schuld, Sie waren fantastisch. Sie haben uns alle gerettet. George, hätte ich dir nie zugetraut. Ich war nur so freundlich, weil ich schwer geladen habe. Sie haben recht, Feldwebel, der Krieg ist gar nicht mal so schlecht. Keine Frage, wenn man so ein Wein hat. Voilà, c'est fini. Es ist fertig, Colonel. C'est parfait, parfait. Es ist wunderschön. Merci. Ja, Papa. Merci. Frankreich wird Ihnen nie vergessen, was Sie getan haben, mon vieux Charles. Ich danke Ihnen auch, Eugen. Ich empfinde genau das Gleiche. Und das empfinde ich bei Ihnen auch so. Ja, also nicht ganz so. Ja, selbstverständlich. Sicherer als hier kann das Bildchen ja wohl nirgendwo sein. Es auch. Ist wunderschön. Sehen Sie, Klink, wenn Sie nur wollen, machen auch Sie einige Dinge richtig. Sicher doch. Ich mache einfach alles für mein Krümelmonster, ja. Wollen wir ständig wieder da reintun? Hm? Ich will mir das Gemälde mal etwas genauer ansehen, wenn es dem großen Klink recht. Kann ich euch irgendwie helfen? Das kann ich selbst, solange ich eigene Augen habe. Wunderschön. Also wie der seine Flöte anfasst. So, nun kommt's aber wieder in die Kiste, damit der dicke Herr mal nicht staubwischen muss. Nicht nein, 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 Moment einmal. Irgendwie sieht es anders aus. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Anders? Nö, das Scheißlicht vielleicht. Ja,
Nun scheint unser großes Genie Klink in Schwierigkeiten zu sein. Der hat eben drei linke Hände, ist nun mal so. Können wir dazwischen vorgehen? Wir versuchen's. Komm mit, Lebo. Ja, bitte. Oh, Hogan, wir haben zu tun. Entschuldigung, wir hörten, dass Sie Manets berühmtes Bild Knabe mit Querflöte im Büro haben. Na, was ist denn damit? Lebo und ich würden es gern sehen, mit der Erlaubnis des Generals und Ihrer natürlich. So geht es aber nicht, dass ich jeder Kulturfanate Burkhardts Flöte angucken kann. Ruhig! Sind Sie Franzosen? Ja, bis zum Abwinken. Und ein Kunstkenner, General. Vor dem Krieg war er Kunststudent. Gut. Eventuell hilft das. Also, der General meint, das Bild wäre irgendwie anders. Ich weiß auch nicht, was er meint. Vielleicht greift er in die falschen Löcher. Ich werde versuchen zu helfen. Sie kennen die Werke des Malers Manet? Oui, General. Kennen Sie auch das Bild der Knabe mit der Querflöte? Selbstverständlich, ich habe es auf dem Louvre gesehen. Sehr gut. Dann bitte ich Sie, das Bild genauer anzusehen und mir zu sagen, ob es das gleiche ist, was im Louvre hing. Nur, Sie wissen doch, wo es ist geklappt. Sie halten die Schnauze, Klink. So. Eine Flöte, hm? Das ist nett, nicht wahr? Ist es denn nur die Pinselführung des alten Kleckers? Nein, ist es nicht. Ist eine sehr gute Fachmann-Kopie vom Original. Eine Kopie, sagen Sie? Klink! Hier! Was genau ist hier vorgefallen? Sind Sie da sicher? Absolut. Es könnte auch nie was anderes sein. Was meinen Sie damit? Ich habe einen Brief von einem Freund in Paris und der hat mir geschrieben, dass Feldmarschall Göring das Original aus dem Louvre entfernt hat und eine Kopie aufhängen ließ. Und das hier wird sie sein. Wo ist dieser Brief? Hab ich nicht mehr. Ich hab aus dem Papier Zigaretten gedreht. Kolonel Logan hat es gesehen. Ja, das habe ich. Ja, ich hab's auch gesehen. Schnauze, Schulz! Ja, General, das tut mir ja nur außerordentlich leid, dass Sie den falschen Griff getan haben. Sie und Ihre Gefangenen haben mir eine sehr große Peinlichkeit erspart. Wir sind ja sparsam. Wieso denn das? Stellen Sie sich doch mal vor, ich hätte Hermann Göring diese Kopie als das Original geschenkt. Das er ja schon hat. Er hätte sich über mich totgelacht. Ist das ein Wunder? Jeder, der Sie kennt, der lacht sich über Sie tot. Sie werden ausfallend. Trotzdem danke ich Ihnen sehr. Oh, das ist nicht mein Atemzug wert. Vorsicht, die Türe klemmt. Nur muss ich mir jetzt ein anderes Geschenk für Göring ausdenken. Wie wär's mit 4 Kuhfellen für neues Jäckchen? Oh, Schnauze, Hogan! Ich hätte da ein paar fabelhafte Ideen für Sie. Ihre Kalinke will Göring nicht. So. Da ziehen Sie nun von dann die beiden Prachtexemplare. Mann, hat der Klink ein Glück. Wisst ihr, manchmal frage ich mich, wie der jemals Oberst werden konnte. Na, vielleicht hat der liebe Gott gewollt, dass wir den Krieg verlieren. Sonst noch was? Wir haben 4 separate Flak-Einheiten ausmachen können. 5, Kolonel. Eine war am Bois de Boulogne. Ja, genau, richtig. Und auf der Straße vor Paris sahen wir eine Panzerdivision, die in Richtung Küste fuhr. Das sind ziemlich wertvolle Informationen, schätze ich. Ja, gib's gleich durch nach London. Sofort. Gehen wir. Ach, Colonel Hogan, das ist ja... Also, ich habe eine fabelhafte Nachricht. Klink schenkt Göring sich selbst. Aber er hat mir 12 Stunden Urlaub gegeben, weil das mit meinem General in Paris so gut gelaufen ist. Gratuliere, Schulzi. Und der Feldwebel Engel wird mir eine fabelhafte Frau vorstellen, die er hier in der Stadt kennt. Wie findest du das? Romeos gibt's in allen Größen. Ja, und dafür wollte ich Sie um einen Gefallen bitten. Jeden Schulz, worum geht's? Kann ich mir die Uniform ausborgen, die ich in Paris getragen habe? Sicher, warum nicht? Dann werden wir unseren Freund textiltechnisch verändern. Zum General. Thank you.
Sie haben den Plan richtig verstanden. Ja, ja. Sie glauben, das funktioniert? Wie ist er, Riemen? Ja, in einer Woche sind Sie wieder in England. Augenblick mal, Lebo. Der ist doch zu klein. Hol einen anderen. Ja, Sir. Colonel, was passiert, wenn die merken, dass ein Gefangener fehlt? Das passiert nicht. Ein abgeschossener Flieger wartet schon darauf, ihren Platz hier einzunehmen. Mhm. Danke, Lebo. Ja, der passt. Hier geht's runter. Viel Glück, Houlahan. Und genießen Sie die Reise. Ist ein stilles Vergnügen. Ich werde es versuchen. Houlahan, das war der 107. Mann, den wir dieses Jahr rausschleusen. Wollen Sie nicht manchmal selbst die Heimreise antreten? Falls ich hier mal weggehe, dann nur durchs Haupttor. Und ein Tiroler Hut steht mir, glaube ich, auch nicht. Da sind wir, Kamerad. Willkommen im Palast. Hi, Colonel Hogan. Der Schulz kommt. Achtung, Hermann Göring persönlich steht vor euch. Bitte steht stramm. Oh, Moment mal. Ja, wer oder wie oder was? Ja, wer sind denn Sie? Kennen Sie unseren guten Houlahan nicht mehr? Der Houlahan? Das ist der gute eure Houlahan? Der gute Houlahan war so groß, nicht so ein Zwerg. Ja, ich weiß, er ist unter der Dusche ein bisschen eingelaufen. Ja, ja. Hey, was ist da? Oh, ich dachte, keiner geht vor die Tür zurück. Bitte alle zurück. Niemand geht hier hinaus und niemand darf hier hinausschauen. Befehl des Kommandanten. Was ist denn da draußen? Das bin ich nicht befugt zu sagen. Bitte. Schauen Sie, manchmal muss ich auch ein bisschen auf unserer Seite stehen. Es kommt nicht in Frage hier, das geht nicht. Niemand geht zum Fenster und niemand schaut aus dem Fenster hinaus. Ich habe meine Befehle, ja, das ist... Dann bleiben Sie auch vom Fenster weg. Neuer Gefangener, schätze ich. Ja, scheint was Besseres zu sein. Ja, aber wer? Ich werde mal Klink fragen. Nein, nix ist da. Also gut, Freunde, hört auf. Schulz hat auch nur seine Befehle. Ja, das ist ja gerade das. Und das heißt nicht schauen. Keine Sorge, Schulz. Keiner hat den Laster oder den Gefangenen gesehen. Gut ist. Ein Laster? Gefangene? Ich weiß wieder von nix. Ja, bitte herein. Ach, Hogan, was gibt's denn? Noch eine Beschwerde? So ähnlich. Sehen Sie meine Männer an... Ich sage nein, Hogan. Ich habe heute zu viel große Würmer im Kopf, um mich mit so einem kleinen Scheiß abzugeben. Alles klar, nur meine Männer machen sich Sorgen um Sie. Sorgen um mich? Naja, Sie haben eben zu große Würmer im Kopf. Nur warten Sie mal, nicht so eilig. Als euer lieber Kommandant ist es ja nun mal meine Pflicht, mich um das Wohlergehen meiner Männer zu kümmern, nicht wahr? Also, was hat denn das mit mir zu tun? Sie halten ja hier einen wunderbaren Rekord. Kein Ausbruch seit 2 Jahren drauf. Kann man schon einnehmen? Sie sind stolz drauf und wir desgleichen. Natürlich, danke, das ist nett. Und? Das ganze Leben ist so unfair. Warum erkennen die Oberkekse in Berlin ihre Fähigkeiten nicht an? Stattdessen schenken die ihre Aufmerksamkeit Oberst Stäuben vom Lager Kleinfeld und er ist eine Flasche im Verhältnis zu ihnen. Mensch, den Namen Stäuben schon höre, kann ich kotzen. Tun Sie es. Warum bringt man wichtige Gefangene dahin statt hierher? Das ist doch ein richtiger Affront gegen Sie. Und ich und meine Männer sind wirklich verstimmt darüber. Warum wollen wir wissen? Warum übersieht man unseren Kommandanten? Prost! Ich trinke schon mal, denn ich hab Durst. Das heißt also auf gut Deutsch, meine Gefangenen sind der Meinung, dass ihr guter Oberst übersehen wird. Mhm. Genau das sagt meine Wirtschafterin auch. Aber beruhigt euch mal alle. Das, was ich drauf habe, das wird schon anerkannt, nicht wahr? Ach, haben Sie zufällig den Lastwagen da draußen gesehen? Laster? Ist ein Laster gekommen? Wir waren so mit den Töpferarbeiten beschäftigt. Ja, da war ein Laster, nicht wahr? Und der brachte den Gefangenen. Einen amerikanischen Offizier. Dann haben Sie einen Second Lieutenant hergeschickt. Nur so ein Mann wie Sie verdient doch ganz was anderes. Nee. Kein Second Lieutenant und auch kein First Lieutenant. Ja, schön, ein Captain meinetwegen. Trotzdem finde ich... Nee, auch kein Captain. Mehr geht doch nicht, oder wollen Sie mich verarschen? Lassen Sie mich nur so viel sagen, Colonel Hogan. Sie werden ab jetzt nicht mehr der ranghöchste Kriegsgefangene im Lager sein, nicht wahr? Etwa ein General? Ich sage nicht ja, ich sage nicht nee. Ich sage nur eins, der Mann ist so wichtig, dass Feldmarschall von Heinke herkommt auf meine Einladung hin. Er wird zusammen mit dem Gefangenen fotografiert, und zwar vor der Maschine, die wir runtergeholt haben. Aha, und da kommt sie ja schon.
Und wer ist dieser amerikanische General? Das, mein lieber Freund, werden Sie aber erst morgen erfahren, zusammen mit der restlichen Welt, nicht wahr? Na, ich kann es kaum erwarten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für meine Männer bedeutet. Und so ein Übervater bei Ihnen hier im Lager. Gratuliere, Klink. Sie haben einen General gefangen genommen. Nicht einfach ein General, das ist General Barton. Barton? Habe ich gerade erfahren aus London. General Barton, Chef der Bombergeschwader? Kein Wunder, dass die morgen Fotos machen wollen. Eine Rosine im Propagandakuchen. Und London will, dass wir den General befreien. Ein General so befreien? Ist es. Na, die haben ja vielleicht Wünsche. Das ist ein verdammt harter Brocken. Wenn es ein gewöhnlicher Gefangener wäre, wäre es möglich, aber so... Richtig, Lebo, du sagst es. Wenn wir Klink davon überzeugen, dass das gar nicht Barton ist. Das wird wohl einer von der Crew des Generals sein. Le Beau, buddel mal in deiner Trickkiste rum. Ich brauche ein Rangabzeichen von einem amerikanischen General. Oui, Colonel. Hier, Colonel. So, und jetzt werden wir aussteigen. Geh mal raus hier, raus. Hören Sie, wer ist denn Ihr Freund? Keine Ahnung, der muss zum Kommandanten rein. Na, Sie wollen ihn doch wohl nicht so zum Kommandanten reinbringen. Was sagen Sie denn da? Sie wissen ja, Name, Rang, Dienstnummer. Das ist alles, was Sie sagen. Psst, nicht reden, nix da. Wer redet denn? Ich flüstere doch. So, was haben wir denn da, Feines? Herr Kommandant, ein neuer Gefangener. Sagen Sie, wer Sie sind. Ich bin General Barton, United States Air Corps. Haben Sie gesagt, General Barton? Schulz! Barton kann das nicht sein. Ich hab geahnt, dass Sie es merken. Ein alter Trick der Amerikaner. Sie tragen die Rangabzeichen hier, wenn Sie abgeschossen werden. Sie geben sich dann als General Barton aus, zwecks Sonderbehandlung. Ein guter Versuch, Kumpel, aber ich hab gewusst, dass das merken würde. Er ist zu smart. Und? Sagen Sie, geben die sich alle als General Barton aus? Sagen Sie bloß nicht, der andere gibt sich auch als Barton aus. Na, so ein Mist. Wahrscheinlich nur ein Sergeant. Ich hab den Männern schon gesagt, es kommt ein General. Ach, der schien echt zu sein. Und morgen kommt ein Feldmarschall her, um sich auf Ihre Einladung hin zusammen mit einem Sergeant fotografieren zu lassen. Wer immer das auch sein mag, schleppen Sie ihn weg, bevor der Feldmarschall kommt. Aber ich muss doch sicher gehen. Moment mal, ich hab's. Sie als Amerikaner wären doch ein Brigadegeneral als echt identifizieren können. Ja, ich... Kommen Sie, sehen Sie sich den Mann an, ob der echt ist oder nicht mehr. Wenn ich Ihnen helfen kann, gerne, bitte. Logan, ist das General Barton? Keinesfalls. Was hat das zu bedeuten? Ein guter Versuch, aber der Oberst weiß, dass Sie nicht Barton sind. Sie kommen aus dieser Hochsicherheitszelle raus und kommen in unser Lager. Blödsinn, ich bin General Barton. Und ich habe Anspruch auf alle Vergünstigungen, die mir zustehen. Wer sind Sie eigentlich? Das ist Colonel Hogan, der ranghöchste Offizier der Kriegsgefangenen hier. Hogan. Ja, ich erinnere mich an Sie. Sie waren der kommandierende Offizier der 504. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Seit 2 Jahren ist mein Freund Hogan schon hier. 2 Jahre? Wie viele Fluchtversuche? In meinem Lager hat's noch nie eine erfolgreiche Flucht gegeben. Colonel Hogan ist ein sehr guter Freund. Sehr verständnisvoll und kooperativ. Ach, so ist das. Kooperativ? Ein Verräter? Fluchtversuche sind die Pflicht eines jeden Offiziers. Hogan, Sie sind eine Schande in Uniform. Dieser Verräter soll mir aus den Augen gehen. Das tut er, Herr General. Hogan? So, Hogan, jetzt können Sie Ihren Männern die gute Nachricht bringen. Hogan, Sie können ruhig zugeben, dass wir hier General Barton haben, nicht wahr? Ja, das ist General Barton, ja. Generäle. Der hat's dem Colonel gegeben, hä? Hm. Du würdest dich auch scheiße fühlen. Bist seit 2 Jahren in dem Kacklager hier. Du tust alles, um anderen zu helfen und bleibst dann selbst hier. Und dein eigener General nennt dich dann Verräter, die Mistsau. Colonel, noch was aus London. Wann sind die aufgeregt? Bartons Flucht ist Befehl, egal wie. Die Scheiße haben gute Sprüche, wo in der Sonderzelle sitzen, mit all den Wachen. Nein, ich verzichte. Wir haben auch hier Befehlen zu gehorchen. Und das ist ein Befehl. Na, morgen kommt doch der Feldmarschall. Da bleibt mir noch heute Nacht.
Also keine Zeit für einen Tunnel, keine Zeit für irgendwas. Es sieht so aus, Colonel, als würden wir unsere Trickkiste nicht mehr aufkriegen. Naja, dazu muss es ja irgendwann kommen. Bisher konnten wir uns so durchschummeln, ohne dass einem was passiert. Jeder von uns hat gewusst, irgendwann kommt der Tag, an dem wir alles riskieren müssen. Und soweit ist es jetzt? Ein direkter Angriff? Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Schade drum. Lausige Pistole tausche ich gegen Panzer ein. Moment mal. Das wär's. Das wäre was? Na, wir tauschen. Wir geben Ihnen einen deutschen General im Austausch gegen einen amerikanischen. Aber deutsche Generäle haben wir im Moment leider nicht auf Lager. Na, dann besorgen wir uns einen. Feldmarschall von Heinke. Wenn er morgen kommt, greifen wir ihn uns. Hast du das richtig verstanden? Wir Gefangenen greifen uns einen deutschen Feldmarschall. So ist es. Ich wusste, ihr versteht das. Mit persönlichen Grüßen von Winston Churchill. Die englischen Scherze mache ich aber lieber. Komm, Newton, fass mit an. In den Kofferraum. In den Kofferraum. Wir wollen ihn doch ins Lager bringen. Stimmt, genau. Die sollen ihn abliefern. Herr Oberst! Herr Oberst, General von Heinke ist eben überfallen und entführt worden. Geben Sie Alarm! Alle sofort antreten! Schulz! Schulz! Lassen Sie die Hunde antreten! Kein Stein bleibt auf dem Hund liegen, ich meine auf den anderen! Den werden wir aber zeichnen. Ich will, dass alle Männer dieses Kommandos gefangen und in mein Büro verschleppt werden. Wo ist Schulz? Wo ist Feldwebel Schulz? Wo ist der fette Sack? Hoffentlich ist er nicht an der Weißwurst versteckt. Wo ist der Schulz? Wo ist Schulz? Wo haben Sie denn so lange gesteckt? Sofort auf die Straße nach Hammelburg. Was Sie da sollen? Jawohl, Herr Kommandant. Ihr folgt mir wohin, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe doch gesagt, alle Barachen kommen in die Gefangenen. Mann, in Klings Büro ist aber was los. Da sind bestimmt schon 50% aller deutschen Generäle. Kinch? Ja, Colonel? Wie geht's unserem Freund? Er ist noch ohne Strom. Gut. Der wird dem Austausch nie zustimmen, weil er weiß, dass er noch hier ist. Deshalb werden wir ihn nach England ausfliegen. Ausfliegen nach England? Worin denn? In der Kiste. Hey, Schulze! Halt, wer ist das? Exes Annie. Oh, Exes Annie. Na, wie geht's denn so? Hat man den Feldmarschall schon gefunden? Nein, aber Sie sollten nicht hier sein. Ich konnte so nicht schlafen, weil ich mir seinetwegen Sorgen gemacht habe. Schande. Dass ihn nicht einer wie Sie bewacht hat, Schulze, dann wäre sowas nicht passiert. Wenn der Schulz ihn bewacht hätte, dann wäre nichts, gar nichts passiert. Denn er hat Augen wie ein Adler. Wie ein Steinadler sogar. Mir entgeht nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Also bei mir, da wird sich auch niemand irgendwas erlauben, gell? Ganz sicher nicht, altes Adlerauge. Hey, wollen Sie ein Stück Schokolade? Bevor man mich schlägt. Ein kleines Stückchen in Ehren, hä? Das kommt keiner verwehren. Ey, ich glaube, der kommt jetzt zu sich. Gut. Was ist passiert? Wo bin ich? Wer sind Sie? Colonel Foster, Intelligence. Ja, wir dürften jetzt über der Küste von Dover sein. Richtig. Dover? England? Aha.
das sind ja auch schon die Lichter. Das sieht doch immer wieder schön aus. So, hier lang noch zwei Stufen. So, wir haben es gleich. Die Augenbinde werden Sie verstehen, aber dieser unterirdische Hangar gehört zu geheimen Basen in England. Das brauchen Sie mir nicht zu erklären. Stellen Sie eine Funkverbindung mit Deutschland her. Teilen Sie denen mit, dass der Feldmarschall unser Gefangener ist. Yes, Sir. Ich hoffe, Sie fühlen sich einigermaßen wohl hier. So habe ich mir eine englische Basis auch vorgestellt. Wir würden unsere Gefangenen niemals in so einem Schweinestall halten. Nie! Ja, wir haben Krieg. Das ist ja nun mehr als peinlich, meine Herren. Am helllichten Tag. Ein Suchtrupp ist ja noch unter uns. Halten Sie die Klappe, Klink. Und das passiert mitten in Deutschland. Und bisher noch keine Spur von ihm. Das hätte nicht passieren können, wenn ich... Schnauze, Klink. Er könnte praktisch schon überall sein. Du, wenn er gut zu Fuß ist, er könnte ja auch einen Wanderweg genommen haben. Es gibt auch einen Wanderweg, Klink, der direkt an die russische Front führt. Das sicher auch. Nun putzen Sie Ihre Platte. Meine Platte? Putzen lassen? Ach, mir die Platte putzen lassen. Mal sehen, ob meine Wirtschafterin heim ist. Also, hier haben wir Ihnen den Weg abgeschnitten. Wir haben hier noch eine Möglichkeit. Und da wird eine Straßensperre errichtet. Fantastische Idee, Herr General. Kontakt mit Deutschland hergestellt, Sir. Die Deutschen schlagen einen Austausch vor, und zwar jenen hier gegen General Barton. Sind die vom wilden Affen gebissen? Die Deutschen würden einen so wichtigen Mann wie Barton nie gegen von Kleinke austauschen. Von Heinke, Heinke, nicht Kleinke. Von Heinke, Schmeinke ist doch völlig wurscht. Und wir sind ja auch froh, mal einen deutschen General zu haben. Was heißt General? Colonel, ich bin Feldmarschall. Ich habe das Eiserne Kreuz erster Klasse. Von Göring direkt eine hohe Auszeichnung erhalten. Das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern. Dieser Barton, das ist doch nur ein Pilot. Ich bin von Heinke. Gut, und ich bin nur von... Sie werden es erleben. Sie werden um den Austausch nicht drumherum kommen. Ich verlange Funkkontakt mit Deutschland. Ich persönlich. Na gut, wenn Sie darauf bestehen. Schulz, was machen Sie hier eigentlich? Also derweil versuche ich, einen Keks zu zerkleinern und ich bewache das Flugzeug. Na, wo ist denn eins? Ich sehe keins. Ja, der ist da drin. Schulz, haben Sie dafür eine Erklärung? Also, ich hätte nur die, Herr Kommandant, dass die Maschine vielleicht abgeflogen ist mit einem sehr leisen Motor. Ach, das ist doch wieder so ein mieser Trick, um mich bloßzustellen, Frau Burkhalter. Hier ist von Heinke. Ich verlange sofort, meinen Austausch zu veranlassen. Das ist ein Befehl. Wo ist Colonel Hogan? Ich weiß nicht, Oberst. Herr Oberst? Ja, was gibt's denn nun wieder? Sie sollen sofort in Ihr Büro kommen. Da kommt gerade eine wichtige Durchsage über Funk aus London. London? Herr Feldmarschall, würden Sie das zur Sicherheit noch mal wiederholen? Hiermit befehle ich Ihnen sofort, meinen Austausch vorzunehmen. Ich erwarte, dass mein Befehl ausgeführt wird. Eine fantastisch klare Verbindung. Die Engländer müssen einen fabelhaften Sender haben, nicht wahr? Wir haben einen fabelhaften Empfänger. Das war Feldmarschall von Heinke. Wir erwarten Ihre sofortige Antwort. Ich denke, wir haben keine andere Wahl. Diese Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Na sicher, Sie dummer Hund. Das war von Heinke. Nein, ich meine doch die andere Stimme. Das war Hogan. Wer, Colonel Hogan? Er ist einer meiner Gefangenen hier. Bin gleich wieder da. Also, irgendwo stecken da ein paar dreckige Rüben im Acker. Mein lieber Burkhalter, bei allem Respekt. Aber ich halte die Chose für eine Falschmeldung, nicht wahr? Eine Falschmeldung, sagen Sie? Ja. Aber das werden wir gleich feststellen können. Hogan? Ja. Sie dachten, der ist in England am Funkgerät? Was machen Sie denn hier? Schulz hat mir gesagt, dass sein Flugzeug weg ist. Sein Flugzeug ist weg? Herr General. Ich halte diesen Funkspruch immer noch für ein leer geblasenes Ei, also für ein Windei. Hier spricht der Privatsekretär von Winston
Churchill, wir bieten Ihnen diesen Austausch an in der Erwartung, dass Sie dem ehrenvoll zustimmen. Wir versichern Ihnen, dass wir unseren Teil der Abmachung erfüllen werden. Wir erwarten Ihre sofortige Antwort, damit wir schnellstens und alles zu unserer gegenseitigen und vollsten Zufriedenheit veranlassen können. Sagen Sie unseren Funkern sofort Bescheid, dass wir akzeptieren. Es sei denn, das Klink der Überzeugung ist, dass das auch Hogan waren. Alles klar mit von Heinke? Ja, wir haben ihn durch den Tunnel rausgebracht, zur Resistance. Die werden dann Klink mitteilen, wo sie ihn abholen können, so wie Barton weggeflogen ist. Mit 6 Schlaftabletten wird er nie erfahren, dass er das Land nie verlassen hat. Wann will denn London die Maschine für Barton schicken? Die muss jeden Augenblick laden. Das müssen Sie wissen, General. Ich hätte es vielleicht besser für mich behalten. Aber ich wollte, dass Sie wissen, wie wir alle über den Colonel denken. Und Sie können mich nicht ins Gefängnis stecken, denn rechtlich bin ich ja schon in einem. Das wär's dann, Newkirk. Hogan! Colonel Hogan! Nein? Sie wollten mich sprechen? Ja, kommen Sie rein. Ich muss ja den dicken Burkhalter anrufen wegen der Untersuchung nicht. Ja, aber vorher wollte ich Sie noch was fragen. Hat das nicht bis morgen Zeit? Es ist schon ziemlich spät. Nein, Hogan, ich will ein paar Antworten und die will ich jetzt. Und wo hängt der Hammer? Hogan, es ist doch sehr merkwürdig, dass ein deutscher Feldmarschall mitten in unserem Land entführt wird. Ja, das hat mich auch gewundert. So, so. Und finden Sie es nicht genauso merkwürdig? Dass ein abgeschossenes Flugzeug verschwindet und danach wieder auftaucht. Vielleicht eine optische Täuschung. Und finden Sie das nicht auch äußerst merkwürdig? Dass der Privatsekretär von Churchill persönlich einen so wichtigen Funkspruch zu uns sendet, nicht wahr? Das finde ich auch merkwürdig. Ich gebe Ihnen jetzt genau 5. Sie finden es auch merkwürdig? Jetzt, wo Sie darauf hinweisen, verstehe ich, was Sie meinen. Als ob das Ding gedreht wurde, aber gemacht war es klasse. Naja, nur... Aber Sie haben das gleich ganz clever durchschaut. Von Heinke wurde nie gefangen genommen. Nee, aber mir glaubt von ja keiner. Von Heinke wurde einigen Leuten zu mächtig. Vielleicht spekulierte er sogar auf Görings Job. Und Göring kam dahinter und so hat er mit Himmler zusammen dieses Ding gedreht. Himmler? Göring? Es haut mich um, was Sie für einen Mut bewiesen haben. Dass Sie diese Ermittlung durchführen wollen, das finde ich schon riesig. Ich wäre schon gern dabei, wenn Sie Göring und Himmler diese Anschuldigung an den Kopf werfen. Diesen Tag werden die bestimmt nicht vergessen. Geben Sie mal General Burkhalter für Oberst Klinke, er hat eine dringende Meldung. Gar nicht ist. Wenn der dicke Burkhalter den Fall abgeschlossen hat, dann ist er abgeschlossen. Ich kann vor Ihnen nur den Hut ziehen, wie Sie für Ihr Land einstehen. Ich gehe jetzt essen und dann werden wir beide den Scheiß bei einem Cognac vergessen. Darauf freue ich mich schon. Ah, und ich erzogen. Thank you.
Hey, Kinch ist im Tunnel! Los, okay. Alles okay? Ja. Ja, geht schon. Was ist denn passiert? Was passiert ist? Newkirk, was hast du und Carter in den Eimer getan, wo Möbelpolitur draufsteht? Oh, das war eine Nitroglycerin. Ja. Carter hätte dir das sagen sollen. Ja, aber nun habe ich es ja selbst rausgefunden. Weißt du, es macht mir nichts aus, dass ihr das Wort Möbelpolitur nicht abgekratzt habt. Aber das andere hättet ihr durchstreichen sollen. Welches? Vor Gebrauch kräftig schütteln. Irgendwas kaputt in dem Tunnel? Nur das Funkgerät und der Empfänger. Das Radio auch? Ja, die Reparatur wird ein bisschen dauern. Wir müssen heute Abend die BBC-Sendung hören, da kommt eine wichtige Meldung für uns. So wie das Radio jetzt aussieht, wird's keinen Pups mehr von sich geben. Was ist? Was hab ich da gerade gehört? Und ich hab was gehört. Ich weiß genau, wen ich was höre. Schön, Schulz, wir wollen Ihnen helfen. Was haben Sie gehört? Ja, sowas wie... Boom! Boom! Boom, boom. War es etwa so? Na, es war mehr wie... Boom! Boom! War so? Boom! Boom! Sofort aufhören! Bitteschön. Ja, jetzt hört's einmal zu. Euretwegen habe ich schon 3 Tage Urlaub von. Und jetzt fliegt schon wieder einer fort. Es darf wirklich nichts mehr passieren, ist das klar? Gut, Schulz, alles klar. Und noch eins. Bloß kein Bum-Bum. Bum-Bum, habe ich gesagt. Wir haben noch 20 Minuten bis zur nächsten Sendung, die wir hören müssen. Könnte die Kiste bis dahin wieder laufen? Geht nicht. Dauert ein paar Tage, bis die zusammengepflegt ist. Das einzige andere Radio im Lager steht bei Klink. Auch wenn wir sagen, dass Märchenstunde ist, wird er uns nicht BBC irren lassen. Ich würde das ablehnen an seiner Stelle. Wer sagt, dass ich ihn fragen will? Wenn unser Postbote nicht kommt, dann nehmen wir Sigmund Freud. Was soll denn das mit dem Gemüsekram da? Wir pflanzen nur ein paar Büsche, Kommandant. Hebt doch die Stimmung, wenn's schöner ist. Meinetwegen. Warum ist unser lieber Kommandant so misstrauisch? Das ist nicht seine Schuld. Das gehört zur Ausbildung der deutschen Offiziere. Klink kann ja auch nicht tun, was er will. Er muss gehorchen. Das gehört zum System. Ob der Angst hat? Was meinen Sie? Oh, ich weiß nicht. Könnte schon sein. Nicht zu dicht pflanzen, ja? Und immer schön das Grüne nach oben. Wovor hat er denn Angst, Colonel Hogan? Vor vielen Sachen. Auch vor Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eigene persönliche Entscheidungen zu treffen. Zu Hause zum Beispiel hören wir dauernd deutsche Radiosendungen, aber Klink hört nie eine Sendung. Da scheißt er sich voll, hä? Na, lass ihn doch, ist doch seine Hose. Und die Kalinke bügelt ihm keine zweite. The news continues good at home. This is fighting took place today south of El Alamein. Rommel's tank force is retreating slowly under the heavy barrages from General Montgomery. Orders to reach Ein Projekt von oberster Priorität für Sie. Einzelheiten am Fallschirmabwurfpunkt A12 heute Nacht, 9.23 Uhr. Muss eine äußerst wichtige Kiste sein, ist alles. Hey, sieh doch mal die vielen Scheiße. Sieht aus wie Geld. Sieh doch, wie Geld. Das ist ja prima. Die Moneten sollen einem Ludwig Strasser ausgehändigt werden für eine Karte mit den Ortsangaben aller Raketenabschussrampen. Wie viel kriegt er davon? Alles. 100.000 Mark. Die Karte müssen wir denen in London zukommen lassen, damit die wissen, wo sie ihre Rosinen runterschmeißen können. Wann soll das starten? In 2 Tagen. Achtung, Kling kommt! Das geht versteckt. Hier runter, da wär's doch nicht hier. Das ist doch nicht hier. Das ist doch nicht hier. Das ist in den Ofen, da sucht es keiner. Großer Ort. Gut. Aha, der Herr Hogan ist wohl mit meinen Bestimmungen nicht einverstanden, nicht wahr? Welche Bestimmung meinen Sie damit? Licht aus war vor 30 Minuten. Oh, das tut mir schrecklich leid. Wir haben nämlich ein bisschen gefeiert. Gefeiert? Sie wissen doch, heute war der Geburtstag von Attila, dem Hurenkönig. Ein ordinärer Zuhälter. Ja, aber der hat's immerhin geschafft, in der Antike ein Panzerregiment mit einer Division Nutten zu sprengen. Das haben wir gefeiert. Das ist mir völlig wurscht. Auf keinen Fall wird er unbestraft bleiben. Nicht, Schulz?
Nicht wahr, Schulz? Ja, freilich, Herr Kommandant. Die Nutten gehören alle bestraft. Doch nicht die Nutten, sondern der Verantwortliche. Selbstverständlich, Herr Kommandant. Der verantwortlich ist, wird bestraft. Und zwar der dafür sorgen muss, dass das Licht ausgemacht wird. Nicht wahr? Jawohl, Herr Kommandant, der muss bestraft werden, weil er nämlich das Licht aus... Händigen Sie mir mal Ihren Urlaubschein aus. Bitte, Herr Kommandant. Ach übrigens, nur damit Sie es wissen, ich höre den englischen Sender, wenn mir danach ist. Und das ist recht oft der Fall. Das geht was rein, wenn ich nicht raus rein. Zu spät, den kann der doch nicht. Das ist doch egal. Oh, Scheiße. Das ist hin. Er konnte wissen, dass Flink den Urlaubschein anzündet. Das ist nicht deine Schuld, Newkirk. Wo kriegen wir jetzt nochmal 100.000 Mark her? Denn wir brauchen unbedingt die Karte von diesem Ludwig Strasser. Wir zöpfen nochmal die an, von denen es kommt. Ah. Wir können nicht funken, das Gerät ist kaputt. Und reparieren kann man es nicht so schnell. In 2 Tagen sollen die Abschussrampen schon benutzt werden, wenn wir sie nicht vorher zerknabbern. Ludwig Strasser. Die Geschichte meines Lebens. Ich konnte noch nie mit Geld umgehen. Sie haben einen Klempner bestellt? Nein, das muss ein Irrtum sein. Nein, Herr Strasser. Das war kein Irrtum. Wer sind Sie? Es gibt keine Pinguine in Gibraltar. Und keine Enten in Entenhausen. Blaues Pferdemist im Mondschein. Eisbären pickeln nie in den Schnee. Weil er sich sonst seine Scholle wegpisst. Gut. Geben Sie mir das Geld. Nur nicht so schnell. Was ist mit der Karte? Ja, die habe ich. Sie kriegen sie, sobald ich das Geld bekommen habe. Da gibt's nur ein Problem. Ein Problem? Sagen Sie nur, Sie haben die 100.000 Mark nicht. Nein, nicht genau. Und wie viel haben Sie genau? Nichts. Sie bekommen das Geld in ein paar Tagen. Geben Sie mir bitte die Karte. Im Spionagegeschäft gab es noch nie Kredit. Bedeutet das Ihnen nichts, wenn Sie vielleicht Menschen das Leben retten? Es gilt noch etwas anderes im Spionagegeschäft. Das Einzige, woran wir interessiert sind, ist bares Geld. Wissen Sie, Ihr großzügiges Herz wird eines Tages anschwellen und wird Sie erdrücken. Falls Sie irgendwelche dummen Einfälle haben. Die Karte ist nicht hier. Aber ich kann sie innerhalb von 5 Minuten herzaubern. Wenn es denn sein soll. Danke. Damit haben Sie uns Ärger erspart. Mal sehen, wie ich an die Kohle komme. Ach, wenn Sie schon mal da sind. Ja. Könnten Sie was gegen einen tropfenden Wasserhahn unternehmen? Nein, im Spionagegeschäft gilt nur eins. Nur klotzen, niemals kleckern. Es läuft wirklich nichts, es sei denn, wir treiben irgendwie 100.000 Mark auf. Wo geht man normalerweise hin, wenn man Geld braucht? Wohin? Zur Bank. Ja. Leider haben wir da kein Konto. Ohne Konto. Eine Bank beklauen? Bankraub ist scheiße. Und wenn man uns schnappt? Wie wird man dafür bestraft? Mit Gefängnis. Und wo sind wir jetzt? Im Gefängnis. Also, was haben wir zu verlieren? Bei dem Job sind wir alle dran. Sir, wie kommen wir am helllichten Tag in die Stadt? Das sind mindestens 2 Appelle. Einer von uns fällt nicht auf, aber wir alle? Habe ich mir auch schon überlegt. Los. Nur was ist denn hier los? Ich habe gesagt, ich will wissen, was hier los ist, Schulz. Warum weiß ich denn immer von nichts? Sie werden aufgeklärt. Ihr seid jetzt hier ganz narrisch. Ja, los, aber rein wieso? Durch ins Zimmer. Auf, immer. Stimmt irgendwas nicht, Herr Klink?
Frecht mich dieser Düsseldorf noch. Natürlich stimmt hier was nicht. Der Typ hier hat mir Dreck auf meinen Schreibtisch geschmissen, dieses Ferkel. Reden Sie in einem anderen Ton mit meinem Leuten. Ja, hat euch denn einer ins Gehirn geschissen oder was? Dann schreien Sie mich nicht auch so an. Sind Sie wahnsinnig geworden? Genau wie Sie. Das war genug. Schulz, der Typ da in die Arrestzelle. Ja, wird arretiert. Moment doch mal, Schulz. Warum denn nur einen? Warum denn nicht alle beide? Na, dann werfen Sie beide in die Arrestzelle. Nicht so grob, Schulz. Ich warne Sie, der Rang wird Sie nicht davor beschützen, genauso bestraft zu werden. Das würden Sie nicht wagen. Ah, der kommt mir auch rein. Das ist Hogan. Das haben Sie Bohnen in den Ohren. Wir werden ja sehen, ob den 24 Stunden Arrest ein bisschen Disziplin beibringen, ja? Darf ich bitten, Colonel? In der Form natürlich. Was ist denn das für ein Bett? Wir spielen, der Verlierer kriegt es. Komm, schnell. Die sieht doch ganz gut aus. Gibt's einen Grund, dass es gerade die hier sein muss? Ja, ist die einzige in der Stadt. Aber nicht schießmütig werden, hörst du? Nein, ich glaube, das ist es nicht, Ferdinand. Was meinst du denn, Berthold? Ich finde sie zu klein. Komm. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein, meine Herren? Wer ist er denn? Gestatten Direktor Brixmeier, ich bin der Besitzer der Bank. Pohlmann, Gebrüder Pohlmann Ventilatoren. Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sie haben schon von den Gebrüdern Pohlmann gehört? Ja, natürlich. Ich glaube, Hamburg, nicht wahr? Hamburg, Frankfurt und Berlin. Ja, selbstverständlich. Und was kann ich bitte für Sie tun, meine Herren? Ja, wir tragen uns mit dem Gedanken, eine Zweigniederlassung in der Stadt zu errichten. Aber ich glaube kaum, dass Sie über die nötigen Dienstleistungsangebote einer Bank verfügen. Das würde ich aber nicht so sehen. Wir haben... Herr Pohlmann sagte Nein. Ich habe noch nicht endgültig Nein gesagt. Sie wollten was sagen? Unsere Bank mag vielleicht klein erscheinen, aber wir haben in der auswärtigen Abteilung alle Möglichkeiten. Unsere Aktiva belaufen sich immerhin auf 12 Millionen Mark. Ich habe schon stärker gelacht. Und Bargeld, wie sieht's da aus? Angenommen, ich will einen Scheck einlösen über 100.000 Mark. Bedeutet keine Schwierigkeiten. Das klingt gut. Wie ist die Bank gegen Überfälle gesichert? Die Kassierer tragen alle Waffen. Und genau gegenüber liegt ein Polizeirevier. Und auf unserer Balustrade steht ein Scharfschütze mit einem Maschinengewehr. Eine schöne kleine Bank. Verschenken Sie zu Weihnachten Kalender? Jedes Jahr, mit einem ganz neuen Bild des Führers. Na gut, ich werde das mit meinem Bruder besprechen und ihm Bescheid geben. Herzlichen Dank, Herr Pohlmann. Dann auf Wiedersehen. Recht herzlich. Auf Wiedersehen. Ich freue mich auf Ihren Kalender. Mit dem schönen Bild. Entschuldigen's. Ja. Yeah. Na, da habe ich Sie verwechselt. Ich dachte schon, Sie wären der Gefangene. Sie halten mich für einen Zuchthäusler? Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ach, aber Sie haben eine Ähnlichkeit mit dem. Bemerkenswert wie Zwillinge. Nein, ich meine, Sie schauen nicht aus wie der, aber der sieht aus wie Sie. Entschuldigen Sie. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, wünsche einen schönen Tag. Das ist doch... Das sind beide... Jetzt weiß ich, warum es dem so ähnlich sind. Sie sind es! Und sie... Ich nehme einen Kaffee mit Zucker. Schulz, nicht so laut. Die Leute sehen ja schon her. Das ist mir scheißegal. Das will ich ja gerade.
Wann jemand in der Arrestzelle sitzen tut, dann soll er da auch bleiben. So sind nun mal die Bestimmungen. Dankeschön, Schulzi. Mir ist gut. Jetzt versuchen's nur keine linken Tricks. Und Sie auch. Der Sauerbraten ist sehr gut. Dann ist er auch gut genug für mich. Der Braten ist nicht sauer, ich bin sauer. Und deshalb rufe ich jetzt die Polizei und das meine ich ernst. Wenn Sie das machen wollen, dann tun Sie es, Schulz. Ich schätze, dafür werden Sie dann befördert werden. Dafür kriege ich einen Orden. Ja, ich sehe die Zeremonie schon vor mir. Wenn man Ihnen den Orden gegen's Revier nagelt, die Generäle Händchen schütteln und ein Telegramm vom Führer kommt und dann alle sagen... Ist das nicht ein glücklicher Zufall, dass Schulz mit Urlaubsschein in der Stadt war? Mit Urlaubsschein? Um die Flüchtlinge wieder einzufangen? Urlaubsschein? Was ist, war das noch, was Klink verbrannt hat? Den Urlaubsschein. Aber Schulz wird einen anderen haben. Sie haben doch einen Urlaubsschein, nicht Schulz? Oder doch nicht? Oh, Schulz, dann gibt's keinen Orden. Ein Gefangener zu sein ist auch gar nicht so schlecht. Das sehen Sie an uns, Schorsch. Ja, es war nett, dass Sie mal vorbeigeschaut haben. Wir haben noch was Geschäftliches zu besprechen. Dann schieß mal los. Ja, das sind also die Kopien von den Bauplänen der Bank. Was ist das daneben für ein Haus? Ein normales Mietshaus. Ja, nach den Plänen wurde die Bank nach dem Haus gebaut. Was tut das zur Sache? Das bedeutet, dass die Wand des Bankhauses direkt an das Mietshaus gebaut ist. Und der Banktresor steht unmittelbar an der Wand. Aber Tresorwände sind aus Stahl, 2 oder 3 Zoll stark. Wir haben kein Werkzeug, um daran zu kommen. Als wir in der Bank waren... Da war eine Wand hinter dem Tresor zu sehen. Das war eine alte Ziegelwand. Die Wand, die ans Mietshaus gebaut wurde. Wer wohnt in der Wohnung? Eine Frau. Ihr Name ist, Maddie Pfeiffer. Und sie lebt allein. Heute Nacht wird sie nicht allein sein. Endlich habe ich mal das Glück, hier jemanden anzutreffen. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Sie können mich auch nicht kennen. Ich bin der Kammerjäger der Klempnerei Brumm und Company. Ich habe aber weder einen Kammerjäger noch einen Klempner bestellt. Jeder Mensch hat Ungeziefer, auch Sie. Im Namen des Chefs. Hier, ein paar Blümchen im Namen der Handwerksinnung. Hier kann man herrlich ein Rohr verlegen. Schöne Hütte. Was ist denn da drin? Das ist mein Schlafzimmer. Ich habe es Ihnen gesagt, ich habe kein Ungeziefer, weder im Schlafzimmer noch woanders. Fein. Das werden wir genauestens untersuchen. Jede Stelle. Mein Körper auch? Das ist ja der Sinn der Sache. Aber etwas brauche ich sofort, damit das olle Zittern aufhört. Ja, was denn? Ein Töpfchen Kaffee. Nervenbeben ungeheuer. Na gut, ich werde Ihnen ein Tässchen Kaffee machen. Bohnenkaffee. Gut. Der Kaffee ist übrigens madenfrei. Wie kommen Sie auf Maden? Ich mache mal ein bisschen das Radio an. Schon das Jahre, das hinter uns liegt und der letzte Teil des vorvergangenen Jahres haben praktisch das nicht genügend Ziele. Der Gegner... Sie sagten, der Führer ist zu laut, haben Sie das gesagt? Nein, natürlich der nicht. Der Versuch, uns von neuem Leben von der Erdbasis abzuschneiden und eine Angriffsbasis gegen Nordostdeutschland zu bringen. Was denn, mein schönes Kind? Ich höre nichts außer dem Führer. Auf den Holland und Belgien, die Ruhe. Grenze und Ruhezone zu erreichen, brach nach wenigen Tagen zusammen. Ja, natürlich höre ich das. England wurde vom Kontinent gestellt. Ja. Auf Hermann Göring. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive jetzt irgendwo auf Julius zu beginnen. In England gefallen mir besser. Das hat aber noch nie ein Politiker vom Reden abgehalten. Auf Christina Söderbaum. Wer ist die Söderbaum? Na, unsere Reiswasserleiche. Yeah.
Der Schlagzeuger scheint in meinem Schlafzimmer zu sitzen. Bei den modernen Aufnahmen klingt das nach. Ich werde jetzt in mein Schlafzimmer gehen. Wenn schon mal ein Mann in meinem Schlafzimmer ist, will ich auch was zu tun haben. Wie läuft's ihm? Langsam. Beeilt euch etwas. Wir müssen da drin sein und die Kohle greifen, bevor die Bank morgen früh aufmacht. Mhm. Dann muss es gleich zu Strasser, damit wir die Karte kriegen. Und dann müssen wir wieder zurück in unsere Arrestzelle. Was tut das Spielerchen? Sie ist weggetreten und spielt mit sich selbst. Na los, macht weiter. Okay. Können wir nicht noch ein paar tausend Mark als Spese nehmen? Nein, nur genau 100.000 und weiter nichts. Hm. Schade. Hey, warte mal. Nimm noch 1.000 mehr. Okay. Ganz vorsichtig. Danke. Jetzt wieder hoch mit dem großen Ding hier. Danke. So, ich hole jetzt von Strasser die Karte und wir treffen uns dann wieder in der Arrestzelle. Okay? Okay. Die sind ja alle da! Nur freilich, was haben Sie denn geglaubt, wo die sein sollen? Niemanden kommt aus meinem Lager nicht an. Das würde uns auch nie einfallen, dann würden wir unseren Kommandanten verlieren, ja, den wir uns schon so gewöhnt haben. Sie sehen, Gewohnheit ist alles im Leben. Nur um ehrlich zu sein, dieser Ort hier ist scheiße, würde ich keinem meiner Freunde empfehlen und der Service ist grausam. Na und, das ist immer noch besser, als eine Nacht mit der Kalinke zu verbringen. Ja, mei, ihr habt ja in der Stadt vielleicht was Aufregendes verpasst. Was war denn? Ein großer Bankeinbruch. Na, doch. Tatsächlich? Was die Leute so... Was ist doch verboten, oder? Weiß man nicht so. Ja, den Mann haben's, aber wie dämlich der sein muss, was der für Nerven hat. Heute Morgen läuft der Mann zurück in die Bank und will die geklauten Mäuse auf sein eigenes Konto einzahlen. Das ist doch mehr als dämlich. So was ist unerhört, finde ich. Dann hat die Bank das Geld also wieder, ja? Ja, alles, bis auf 1.000 Mark. Hm. Na... Egal, wer sie hat. Ich hoffe, sie kann was damit anfangen. Sie? Hinter allem steckt immer eine Frau. Hm, recht hat doch schon, gell? Hey, Colonel Hogan! Colonel Hogan! Thank you.
Sieht ja wunderbar aus, unser Besuch so einschmeicheln, ne? Das finden die noch schön, die Uniform. Oberstdeutsch, es ist leider meine Pflicht, Sie hier zu begrüßen. Er hört sich auch so. Was? Normalerweise dreht sich bei mir immer der Magen rum, wenn Besuch kommt, aber dass Sie heute hier sind, das freut mich. Ich habe nämlich schon eine Menge von Ihnen gehört. Was ich von Ihnen bedauerlicherweise nicht sagen kann. Ich frage mich, was Sie hier wollen. Vielleicht wollen die mal gründlich das Lager säubern. Sehen doch aus wie eine Putzkolonne. Lassen Sie mich mal nicht doof sterben. Warum sind Sie hier? Sie zu warnen, Klink. Morgen wird mein Regiment hier in der Nähe Truppenübungen veranstalten und ich möchte, dass Sie Ihre Mannschaften von dem ganzen Gebiet fernhalten. Na, da können Sie sicher sein. Freiwillig kommt keiner zu Ihnen. Schulz, sagen Sie Bescheid. Zu Befehl, Bescheid. So, das ist also das Pakt, das auf unsere Kosten lebt. Nur Pakt, den sagen so, die anderen so. Sagen Sie, Klink, haben Sie mit diesem Abschaum keine Schwierigkeiten? Oberstdeutsch, das ist kein Pakt, das sind Menschen und die fühlen sich hier wohl. Und deshalb versucht auch keiner zu flitzen, nicht? Aha. Ich habe wenig Erfahrung mit Gefangenen, denn ich mache einfach keine. Kein Glück gehabt? Es gibt nur eine Art, wie mir der Feind gefällt. Tod. Nun, Sie sind doch wohl verrückt geworden. Deckung! Ja, Deckung! Herr Oberst, Ihnen ist Ihre Pfeife runtergefallen. Kompliment, Colonel. Das ist eine der Übungshandgranaten, die wir bei Scheinmanövern benutzen. Woher haben Sie gewusst, dass das eine Übungshandgranate ist? Ganz einfach. Wäre es eine echte gewesen, wären Sie als Erster weggerannt. Und da Sie und ich nur die eine Uniform haben, werden Sie keine echte schmeißen. Wenn das Manöver abgeschlossen ist, werde ich mich selbst mit Ihnen ganz speziell befassen. Das bezweifle ich. Sanitäter, Sani! Das war eine gute Nummer da draußen. Ja, dieser Heidrich für Fußgänger hat ganz schön geschluckt. Naja, wenn uns einer von denen verscheißern will, dann tritt er natürlich bei mir auf eine Mine. Apropos Mine, da habe ich einen guten Einfall. Wenn wir die aufs Kreuz legen können, bin ich dabei. Die Truppenübung, die morgen stattfindet, die dürfte daneben gehen, was die Munition betrifft. Was haben Sie denn davor? Er wird mit Bonbons werfen. Ja, du weißt gar nicht, wie nah du dran bist. Wenn Bonbons im Spiel sind, stellt sich die Frage, wo er nehmen. Nein, die Weihnachtsration ist angekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die spielen da ganz ernsthaft Krieg und dann setzt das große Grübeln ein. Denn statt der Gummipatronen fliegen bei denen beim Angriff vorne Bonbons raus. Das ist eine abgefahrene Idee. Sagen. Wenn die anfangen und Bumm machen, dann sind die weiß vom Puder zugehört. Das ist lächerlich. Nur der General lacht sich ja nicht. Der wird den Mephisto anscheißen. So, gute Ideen habe ich früher schon in der Schule gehabt. Also die Idee ist schon mal ganz fabelhaft. Ich habe da nur eine kleine Frage. Wie machen wir das? Genau. Also, wir werden die gesamte Bonbon-Ration aus dem Vorratsraum klauen. Gut. Dann das süße Zeug im Munitionsdepot austauschen. Gut. Und vorm Appell wieder hier sein. Und da hängt der Hammer. Immer wenn hoher Besuch hier ist, verschärft er die Sicherheitsmaßnahmen und verdoppelt die Wachen. Weißt du, das kann ich an dir nun mal nicht leiden. Gerade wenn ich loslegen will, sagst du was Vernünftiges. Er hat schon die Wachen verdoppelt. Also brauchen wir ein Ablenkungsmanöver. Ja, was ist denn hier zugange? Wir spielen gerade Ringel, Rangel, Rose. Hä? Ringel, Rangel, Rose? Ein Codename, Schulz, für ein geheimes alliiertes Unternehmen. Nein, ich will nichts hören und ich will auch nichts singen. Ich höre überhaupt nichts, wir haben schon genug Ärger heute. Dieser verrückte SS-Scheißer mit der blöden Handgranate. Nein. Ich bin nur aus einem persönlichen Grund hier. Oh, was können wir für Sie tun, Schulzi? Ich suche irgendein hübsches Geschenk. Da sind Sie im richtigen Laden. Mach mal eine kleine Kaufberatung. Ist es für einen Mann oder eine Frau? Ein Mann.
Wie wär's mit einer schönen Armbanduhr? Nein, die hat sie schon. Also keine Uhr. Moment, haben wir gleich eben. Ein für Feuerzeug. Was steht denn da drauf? Für HG von JG. Für HG von JG? Was bedeutet das denn? Für Hermann Göring von Josef Goebbels. Wo haben's die gestohlen? Die habe ich gefunden, da auf dem Weg in Berchtesgaden. Die laufen da so lang und... Nein, ich danke recht schön. Ich habe kein Interesse an einem Feuerzeug, nicht. Und eine Brieftasche, Schulz? Nein. Füllfederhalter? Nein. Krawattennadel? Nein. Hey, Schulze, wie würden Ihnen die gefallen? Oh. So schöne Buchstützen findet man nicht oft. Oh ja, die gefallen mir schon eher. Wie viel? Die haben mal für $5 gekostet. Für 3,98 gebe ich sie ab. Ja, die nehme ich gern. Hier. 1, 2, 3, 4. Von den 2 Cent, da machen sich einen schönen Urlaub davon, gell? Großartig. Sollen wir sie noch reinpacken? Na, dankeschön, das mache ich schon selber. Oh, das wird aber auf dem Schreibtisch vom Kommandanten Kling fabelhaft ausschauen. Auf Klings Schreibtisch? Warum denn? Ja, mei, der hat doch heute Geburtstag, gell? Na nu, da sagt er mir nichts. Ja, warum sollte das Ihnen sagen? Sie wissen doch, wie er ist. Viel zu bescheiden. Ja, das stimmt. Er ist sehr bescheiden, aber ein netter Kerl. Wollen Sie ihm auch was schenken? Das will ich. Und wir haben unser Ablenkungsmanöver. Ja. Oh, das Schreiben geht sofort raus. Hm? Ja, sofort, Herr Kommandant. Hallo, Schnulli. Guten Tag. Morgen. Chanel Nummer 5? Ja, stimmt, genau. Ich finde, das Zeug stinkt. Normalerweise tragen Sie Tosca oder Soir de Paris. Unglaublich, dass Sie das riechen können. Jetzt ist Schluss mit der Schnüffelei. Nicht bellen, Onkel. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt Tosca und auch Soir de Paris, aber das riecht am besten. Ist zwar ein bisschen stark, aber es hat was sinnlich Geheimnisvolles. Finden Sie das nicht auch, Klink? Es kommt drauf an. Wenn die Frau Kalinke sowas riecht, dann stinkt sie so bestialisch, da fliegt einem der Docht aus der Hose. Was red ich denn hier für einen Stuss? Das geht Sie ja wohl einen Scheißdreck an, wie meine Wirtschafterin riecht. Also, was wollen Sie? Ich will gar nichts. Ich bin nur hier, um Ihnen unsere Glückwünsche zu überbringen. Glückwünsche wozu? Er wurde doch heute geworfen. Ja, ich habe heute Geburtstag. Und wie alt wird das, Knäblein? Sowas zählt man nicht mehr in meinem Alter. Lassen Sie mich mal raten. Ich schätze 38. Ich verscheiß doch nicht. So ein mieser Rochen macht mich hier an. 37? Nein, denn ich bin heute 82 geworden. Das hätten Sie nie gedacht. Ich hätte höchstens 80 geschätzt. Nur mal jetzt im Ernst. Ich bin heute 50 geworden, wie man ja auch sehen kann. Das ist der Satz von der Kalinke. Da wird die Birne frei in die Därme haben. Viel Wind. Dann hat Ihre Wirtschafterin das Geheimnis ewiger Jugend entdeckt? Alles nur der Satz. Also, wenn man jemanden damit so jung erhalten kann, dann würde mich schon interessieren, was Ihre Wirtschafterin da für den Saft absondert. Sie glauben, die sondert was ab. Die presst mir den Saft aus Sellerie und Tomaten. Dann haben wir uns falsch verstanden. Trotzdem würden wir Sie gern einladen zu einer kleinen Fete für Sie. Oh, das finde ich nur wieder rührend, Hogan. Aber... für mich gibt's leider keine Feier. Ich bin nicht so berühmt wie der dicke Göring und ich kann's mir auch nicht leisten. Ich werde ganz alleine ein bescheidenes Essen einnehmen, mit meiner Wirtschafterin vielleicht ein Gläschen Wein trinken, ne? Ich trinke gerne einen guten Wein. Die schlürft ja bloß ein Eierlikör, aber dann geht die los wie eine angestochene Rakete. Haben wir unsere Pläne. Warten Sie doch mal. Was für Pläne hatten Sie denn? Was haben Sie sich denn ausgedacht? Interessieren tät mich das schon. Wir wollten eine große Show abziehen, nur für Sie. Eine Show? Ja, ja. Ja, nun mal langsam mit den jungen Pferde. Sie haben vor, eine Show zu veranstalten, einfach nur für mich? Naja, wir haben uns gesagt, Sie haben so viel zu tun und da wollten wir Ihnen nur eine Freude machen. Na, Moment, Hogan, warten Sie. Wenn ich aus meinem strammen Arbeitspensum mal eine halbe Stunde ausklinke, ja, ich mach das schon, das macht den Kohl auch nicht fett und wer will schon den Kohl? Also, was ist gegen die Show einzuwenden? Aus dieser Uridee wurde die Show geboren. Na schön, Hogan. Da Sie so versessen darauf sind, mich zu ehren, warum sollte ich da ablehnen? Da wäre ich doch bescheuert. Die Männer werden sich freuen über Ihre Entscheidung. Wie wär's denn, wenn wir diesen schwarzen Hengst von der SS einladen? Ach, hören Sie mal bloß auf mit dem, den kann ich nie riechen und der mag mich auch nicht besonders. Das glaube ich nicht, Oberst. Wissen Sie, wenn ihm Ihre blonde Tippschnulle die Einladung überbringen würde, sagt er bestimmt zu, noch dazu, wenn sie Chanel trägt. Das könnte sein. Der wird sich bestimmt auch freuen, wenn er mal ein bisschen abschalten kann. Vielleicht findet er auch eine lobende Erwähnung in Berlin. Oh, das wäre möglich. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Der ganze Abend könnte für uns eine schöne Ablenkung sein. Sie nehmen mir die Worte förmlich aus dem Mund. Also, die Männer müssen so lange unterhalten werden, bis alles erledigt ist. Wir wollen ja nicht, dass die Feuer abtreiben.
Ich habe so viel in meinem Repertoire an Liedern, Tänzen und Geplauder, ich halte die schon in Schach. Jetzt kann ich's kaum erwarten. Nur müsst ihr unbedingt festhalten, bis ich wieder da bin. Oh-oh. Hört sich mies an, Colonel. Feldwebel Richter ist heute Diensthabender der Wachen vom Assel. Ah, der eiserne Gustav. Da ist unser Plan scheiße. Dann sorgen wir dafür, dass es einen Wachwechsel gibt. Im Tausch gegen wen? Schulz. Schulz. Ja, woher haben's denn die Patrone? Das Ding lag da drüben auf der Erde rum. Ah, bei uns liegt nie Munition auf der Erde herum. Ich dachte, das wären Zahnstocher. Da belegt's mir nicht. Unsere Wehrmacht ist sehr ordentlich, das verstehe ich schon. Ich hab mich schon gewundert, warum das da rumliegt. Haben's noch mehr davon? Nein, bestimmt nicht. Lukak. Ich wusste ja nicht, dass sich so eine Zahnbohrer vermehren können. Und eins will ich Ihnen sagen. Ich mache nur Sie dafür verantwortlich. Wo haben Sie die Munition her? Und wie Sie wissen, wir haben Mittel und Wege, Sie zum Sprechen zu bringen. Haben Sie die an Ihrer Wirtschafterin ausprobiert? Schnauze! Zum letzten Mal, wo sind die her? Na schön, die hat er aus dem Munitionsdepot. Munitionsdepot? Aus unserem? Nur zu Ihnen wird's schon gehören, stand ein deutscher Wachmann davor. Wie kamen Sie denn vorbei an dem Kerl? Er hat gepennt, Oberst. Schulz, wer bewacht unser Depot? Feldwebel Richter. Sofort in mein Büro, nicht wahr? Sonst bin ich ganz schnell bei ihm. Er wird das sicher abstreiten. Colonel Hogan, würden Sie das netterweise mir überlassen? Jedenfalls ist eine Schießerei, wie Sie sie wahrscheinlich vorgehabt haben, nur endgültig vorbei, es sei denn, Sie schießen mit Taubentrick. Ja, Adlerauge Schulz hat's wieder entdeckt. Sowas ist nicht möglich, wenn Schulz Dienst hat. Schulz, bis auf Weiteres werden Sie vor dem Depot Wache beziehen. Ja, da verpasse ich ja Ihre Geburtstagsfeier. Sie haben doch was im Kopf. Ja, meine Gefechtshauben. Sehen Sie, das ist mein Schicksal, gell? Gib's mal einen Kuchen, dann verpasse ich ihn. Gerne, Hohen. Wenn andere dabei sind, bitte ich Sie, erwähnen Sie nicht die Kalinke. Das traf unter der Gürtellinie, tut mir leid. Achtung! Ich hatte ja nur vor, mir eine Bämme reinzuziehen und ich schlicke Wein und dann kommen die Männer und machen eine ganze Show für mich. Ist doch rührend, nicht wahr? Ich habe mir da gedacht, da kann ich doch nicht nee sagen. Noch mehr. Das wäre... Ja? Eine Sekunde, Freunde. Jetzt kommt mal zur Ruhe. Willkommen zu unserer Show. We hope you like our show. We hope you like our show. A show, you know, is how you can play. We'll sing and joke and entertain you, folks. You'll not scream from inside, absolutely die. We say it's the our show. We hope. Say it and sing our show. Sind die nicht fabelhaft? Ach, ich könnte mich ausschütten. Wagner, sagt mir mehr zu. Meine Damen und Herren, Sie fragen sich sicher, warum wir Ausländer hier sind, in Ihrem schönen Deutschland. Wir ließen uns nur gefangen nehmen, damit wir die Show machen können. Wirtschafterin, die würde sich ja totlachen. Ja, natürlich, die kennen Sie ja gar nicht. Ich versuche jetzt mal, zwei weltberühmte Persönlichkeiten nachzumachen, unseren Kommandanten und unseren lieben Feldwebel Schulz. Und das beim morgendlichen Appell. Klink spricht als Erster. Sie sind alle da, Schulz. Dann Report. Ja, lieber Kommandant, es ist alles gar nicht so einfach, gell? Denn manchmal fehlen welche und manchmal sonst früh. Und wo einer fehlt, dann rufe ich den lieben Gott zu Hilfe. Nun, was soll denn das? Ist das ein Gefangenenlager oder eine Kirche? Ja, ich hab ja nur gemeint. Schmerze, Schulz! Die Kakerlake da. Sie können doch so gut kochen. Und süß speisen. Schnauze, Schulz! Da hab ich mal eine Frage, Lippe. Wie machen Sie einen Eierkuchen? Ja, die kann doch nur die Frau Kalinke. Ja, nur, da muss ich immer kürzen.
Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Star, ein Internationaler. Er singt in seiner Heimatsprache auf Pariserisch. Korporal Louis Le Beau. Applaus! Entschuldigen Sie mich bitte, mein Mann braucht mich zu. Nur sicher. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux. Das wird eine Anstrengung sein, den Deutsch 2 Stunden auf Trab zu halten, denn was können unsere Jungs schon? Sauereien ablassen. Aber wenn dem die Show nicht gefällt, dann schmeißt er Handgranaten. Ja, Zauberkunststücke vor oder lass die Hosen fallen. Und was ist, wenn sich einer an meine schönen Backen verliebt? Wenn einer reinkneift, soll er dich heiraten. Nein. Plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou. Et la tête. Et la tête. Et les yeux. Et les yeux. Et le bec. Et le bec. Et le cou. Et le cou. Ah. Au alouette, gentille alouette. Au alouette. Hey, Schulzi! Ja, halt! Hände hoch! Wer ist dies? Das kann nicht auf der. Sie nicht schießen. Ja, was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie sind bei der Vorführung. Mir tut's furchtbar leid, dass Sie es nicht sehen können. Deshalb bringe ich Kuchen. Oh, ihr habt den Kuchen schon angeschnitten. Nein, nicht. Ich habe das Stück für Sie geklaut. Der Kuchen hat die Form von Görings Gesicht. Wir ein bisschen was von seinem Bäckchen weg. Das fällt nicht auf, wer ist dick genug. Halleluja, sorge für mich. Den werde ich nach der Wache essen. Wieso nachher? Essen Sie ihn jetzt, machen Sie eine Pause. Ja, aber ich bin doch noch im Team. Was soll schon passieren? Es sind doch alle in der Show. Von denen haben Sie keinen Ärger zu erwarten. Sagen Sie es. Naja, ich bin schon ein bisschen hungrig, bin ich schon, gell? Das sind Sie doch immer schön. Tja, Schulz, ich werde wieder rübergehen. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Geschmeckt ist gar kein Ausdruck, nicht? Es war wunderbar. So denken wir an Sie. Ich denke immer an meinen lieben Schulz. Gute Nacht. Und nun sehen Sie mal Ihre Rechte. Was ist das? Da finden Sie die Karte, die Sie gewählt haben. Und ich sage, das war eine Karo 7. Stimmt's, Minister? Zeig's dem Publikum. Das ist wirklich die Karo 7. Klink, die vielen Jahre in den unteren Rängen haben nicht nur Ihren Körper verweichlicht, sondern vor allem Ihren Prägen. Ist das scheußlich, Mann. Ja, vielleicht haben Sie es nicht verstanden, dann mache ich Ihnen eine Zeichnung. Schluss jetzt. Die Frechheit muss ich mir nicht bieten lassen. Ich werde jetzt gehen. Ein Momentchen. Sie können nicht gehen, bevor Sie nicht meinen weltberühmten Trick mit dem Hut gesehen haben. Sie lachen sich tot. Jetzt brauche ich nur eine Mütze. Da darf ich Ihnen... Oh, Sie sind doch wohl wahnsinnig. Haben Sie sich doch nicht so halten. Sie müssen sich so rumhalten, ja? Nun, Sie sehen Sie her. Hier habe ich ein Ei von einem Gag, einem Huhn. Hm? Voilà. Und hier ein zweites. Da darf ich... Und jetzt decken wir das mit einem bunten Tüchlein zu, das gehört zu dem Trick. Tor öffnen für Oberst Deutsch. Wird's bald, aber schnell. Eins, zwei, drei, vier. Beide Eier sind nicht mehr hier. Locus, Hocus, Popocus, Fidibus, zweimal der Dra, einmal schwarzer Kater. Und jetzt werden Sie feststellen, die Eier, sie sind in ihrer ursprünglichen Form verschwunden. Das ist ja wunderbar, das gefällt mir sehr. Du hast den ganzen Schleim im Hut. So, runter mit euch, etwas Bewegung. Wir haben's eilig. Schnell. Aha. Sie haben eine Torte gebacken nur für mich.
Alles Gute zum Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist eine wunderschöne Torte und die sieht ja so hübsch. Sie müssen sich was wünschen und einen blasen. Ja, die Kerzen aus. Ja. Klink, Sie sind eine Schande für die körperliche Fitness deutscher Luftwaffenoffiziere. Ich habe 5 Liter Lungeninhalt mehr, ne? Sie können doch blasen, bitte, bis sie leer sind. Die werden nie ausgehen. Das sind so Zauberkerzen. Die habe ich verschleißert. Wir haben gewusst, das gefällt Ihnen bei Ihrem Sinn für Humor. Unser Liedchen! Ja, hör rein. Sie wollten mich sehen? Ja, schön, dass Sie kommen, Colonel Hume. Ich wollte Ihnen noch für den gestrigen Abend danken. Er war spitze. Oh, das freut uns. Ich habe mich königlich amüsiert, aber der SS-Typ ist kalt wie eine Hundeschnauze. Ja, Humor kennt er nicht. Ja, was, Klink? Was? Was? Das ist doch nicht möglich. Nur selbstverständlich. Wir werden alles in die Wege leiten. Na sicher, ich sieh hoch. Die Putzfrauenbrigade! Hier spricht Oberst Klink. Ich verlange, dass Sie sofort mit Lappen, Wasser und Seife zum Truppenübungsplatz fahren. Das werden Sie an Ort und Stelle erfahren. Tun Sie nur, was ich Ihnen sage. Etwas nicht? Ja, bei den Übungsmanövern ist eine furchtbare Panne passiert. Statt Übungsmunition hatten die Bonbons in ihren Schusswaffen. Nun haben die alle Bonbons an der Backe. Wie kann denn sowas passieren? War das sowas deutsch? Nee, der Deutsch ist ausgerutscht und hat einen Bonbon verschluckt, nur ist er tot. Richtig tot? Ja, bedauernswerterweise, obwohl er ja eigentlich eine Miesmuschel war. Wissen Sie, Hogan, wenn Sie gestern nicht so nett zu mir gewesen wären und Sie waren ja auch immer dabei, dann würde ich vermuten, dass Sie irgendwas dran gedreht haben. An Ihrem Geburtstag? Ich würde gern wieder ein Geschenk kaufen. Aber diesmal ist es für meinen Schwager daheim. Wir machen doch gern Geschäfte, besonders mit unseren Stammkunden. Trinkt er Bier? Ob er Bier trinkt? Das ist ein richtiger Bayer. Dann haben wir genau das Richtige. Newkirk, gib mal den Steinkrug, der neu ist. Ja, Sir. Der wird Ihnen gefallen, Schulz. Das ist was ganz Besonderes. Hier, Schulz, das ist ein Erbstück. Ja, das ist ja mei. Der ist ja wunderschön. Oh, der wird richtig narrisch. Was ist? Sie gucken so. Ja, da lese ich Initialien. Ne? Ador. A-I. Das heißt doch nicht Adolf. Ist nicht seiner Privatsammlung. Das ist ein Sonderangebot und gibt's nur heute. Und zwar zu einem Superpreis von... Danke. Da schicke ich meinem Schwager lieber das Geld rüber. Da kann er sich dafür kaufen, was er will, gell? Die Frage ist, verbraucht der garstige Hühner diese Karte oder braucht er sie nicht?
Was soll das sein? Nachdenken, ob ich sie nötig habe. Langsam macht Ihnen dieser Ort auch zu schaffen, gell? Aber die Erdbeeren wachsen wunderbar. Und wir haben den Befehl, ein Forschungslabor in die Luft zu jagen, das von der Hälfte aller Gestapo-Monster Deutschlands bewacht wird. Das ist kein Auftrag, das ist einfach gequirlte Scheiße. Ja, stimmt. Warum müssen wir das dann ausgerechnet tun? Weil ich so ein genialer Bombenbastler bin. Er wird selbstbewusst. Ja, sagen Sie doch einfach, Sie haben den Befehl nicht erhalten. Ja, zu spät, als der Wisch ankam, habe ich es gleich bestätigt. Operation Hatchet auszuführen vom Doktor in Zivil, das bin leider ich. Warum kann man nicht einfach im Krieg kündigen? Kann man. Man nennt es Desertieren. Das gibt aber keine gute Presse. Das heißt, Wissenschaftler basteln da an synthetischem Benzin rum. Da wir nichts davon verstehen, werden die jemanden herschicken, der was davon versteht. Und der müsste schon seit 5 Minuten hier sein. Kommt mit. Schulz, Sie sind ja noch hier. Wir haben auch ein Privatleben. Also raus. Ich habe bisher 10-mal verloren und werde erst rausgehen, wenn ich gewinnen tue. Das könnte vielleicht noch ein Jahrzehnt dauern. Stimmt unser Schatz. Karo 9. Ja, die brauche ich. Oh, das geht jetzt doch. Gut, jetzt raus. Jetzt habe ich Glück stehen und jetzt muss sicher ich gehen. Sicher ab jetzt. Hey, Shoshi, der Leichen quält. Kinsch, mach auf. Na, wie war's? Alles klar gegangen. War richtig gut. Gentlemen, das ist Dr. Suzanne Lechet. Doktor? Naturwissenschaft. Madame Lechet, sie ist sehr berühmt in Frankreich. Oh, merci bien. Bien, Madame. Enchanté. Enchanté, das müssen die mit Zivil gemeint haben. Also, hier ist der Bums bewacht und hier. Sie haben Posten und bewachen am Haupttor mit Telefonverbindung zum Labor. Stacheldraht geht ums ganze Gelände, 2,5 Meter hoch und elektrisch geladen. Nichts gegen einzuwenden, klingt gemütlich. Könnte man nicht unter Zaundurchgaben vielleicht da? Excusez-moi, Madame Doktor, unmöglich, totalement. Der Pudding kommt aber erst jetzt. Sie haben nämlich im Umkreis von 50 Metern überall Tretminen rumliegen. Kompottflaum. Gesichert wie das Fort Knox. Ins Fort Knox reinzukommen, wäre so, als wenn man vom Baum fällt, verglichen mit dem. Ich verstehe den Mann nicht. Was sagt er? Ça veut dire, c'est pas difficile. Ah, je comprends, merci. Ich bin früher mal vom Baum gefallen als Kind. Bin auf den Kopf gelandet, hab mich eine Woche wie behämmert gefühlt. Wie kommst du auf nur eine Woche? Madame, le mot behämmert, ça veut dire... Hör auf damit, sonst wird der Krieg noch viel länger dauern. Also, ihr habt das Gelände gesehen. Gibt's Vorschläge? Wir sollten das Ganze vergessen und ein Tässchen Tee trinken. Ich lieber Kaffee. Aber Newcock hat recht. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Das wäre ein glatter Selbstmordversuch. Zur Sichtung von die Pläne und zum Anbringen von die Sprengstoff. Ich brauche nur 10 Minuten. Nix ist, der Plan ist tot. Wenn es denen gelingt, synthetische Benzin herzustellen, sie können Krieg verlängern, um Jahre vielleicht. Haben die Lauscherchen das aufgefangen? Die haben Tretminen. Danach sieht man luftig aus. Ich weiß, wie es an vorderster Front aussieht. Als sie besetzt haben Frankreich, sie haben mich geschickt nach Deutschland zum Arbeiten. Dann bin ich geflohen und lebe seitdem im Untergrund. Jetzt schon über ein Jahr. Wenn wir nur wüssten, wie man ins Labor reinkommt. Es gibt einen Weg. Mit einer Einladung. Was? Ich werde euch verlassen. Und ich erlaube den Deutschen, mich wieder zu fangen. Und dann sie werden mich überreden, wieder zu arbeiten für sie. Verstehen? Das ist schön gefährlich. Da kann was passieren. Ah, mein Leben war schon mehrmals in Gefahr. Vielleicht ich wurde verschont, nur wegen diesem Auftrag. Nein, meine Entscheidung steht fest. Es wird nicht gemacht. Colonel, diese Entscheidung treffen nicht Sie. Madame, darf ich Sie daran erinnern, dass ich hier der ranghöchste Offizier bin? Und darf ich Sie daran erinnern, dass Sie bei diesem Auftrag mir unterstehen? Oh la la. Keinen zweiten Krieg, bitte nicht. Nun macht mal eine kleine Pause, verschwindet. Ja, Sir. Lady, Sie kommandieren mich rum, wir sind nicht mehr verheiratet. Wenn Sie mir nicht helfen, wie ich will, dann bin ich gezwungen, es allein zu tun. Allein? Das ist ja verrückt. Warum tun die mir sowas an? Weil Sie Colonel Ogan sind. Lady, jetzt versuchen Sie nicht, den Tunnel einzuseifen. Und das weil ist Sie wissen, dass Sie guter Soldat sind, der Befehle auch ausführen kann. Na schön. Sie wollen Selbstmord begehen, warum soll ich mich Ihnen in den Weg stellen? Problem Nummer 1, die Deutschen sollen Sie wieder gefangen nehmen. Ui, das ist korrekt. Okay.
Die Männer haben auf einem Bauernhof in der Nähe gearbeitet, für Sonderration. Le Beau bringt sie dahin und wird sie da verstecken. Und morgen sorgen wir dafür, dass man sie findet. Excellent. Und von da an übernehmen Sie. Okay? Nun zufrieden? Oui, je suis content. Gut. Dann darf ich wohl jetzt wegtreten, Madame Commander. Gute Nacht. Colonel Hogan, Sie haben vergessen zu salutieren. Lady kommandiert nicht nur, sie drangsaliert auch. Jetzt ist Brotzeit, eine halbe Stunde ist Brotzeit für alle. Eine halbe Stunde könnt ihr euch ausruhen jetzt. Ja, das ist mir am Tag die liebste Zeit. Kann ich verstehen, Schulz. Doch, das Abendessen ist auch nicht falsch. Und das Frühstück? Der einzige Grund, warum ich aufwachen tue. Alles Diät, hä? Eine kleine Vorbrotzeit. Hey, Schulz, was macht ein Kind da drin? Keine Ahnung, ich bin beschäftigt. Sie sollten lieber nachsehen. Hey, Sie, was haben wir denn da? Was ist da drin? Nichts. Nichts, Schulz, niemand. Nichts, will ich verstehen, aber niemand aus dem Weg. Aber Schulz, glauben Sie doch. Aha, aha, kommen Sie her. Kommen Sie raus ans Tageslicht. Oh, Schulz, wo hast du die denn jetzt? Wer sind Sie? Leben Sie hier etwa? Nein, ich habe mich da versteckt. Ich habe den Mann nur um etwas zu essen gefragt. Das ist ja gerade das. Sie ist doch harmlos, Schulz. Lassen Sie sie einfach laufen. Ich bitte mich nicht zu stören. Nun laufen schon fort, aber hopp, 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 gehen wir. Was? Schulz, das ist ja ein feiner Zug, wenn Sie so nett sind, aber Sie müssen sie festnehmen. Na, zu umständlich ist es und dann muss ich einen Bericht schreiben mit 4 Durchschlägen. Also, bitteschön, machen's, dass Sie weglaufen, weg. Dafür kommen Sie vors Kriegsgericht. Was soll das Ganze? Vor Minuten sollte ich Sie noch laufen lassen und jetzt das. Achtung! Was ist denn hier los? Wer ist denn die blonde Bürste? Herr Kommandant, ich war in der Scheune drin und Sie wollte fliehen, aber da war ich und hab Sie festgenommen. Zurück, alle Mann, zurück. Hopp, 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 hopp. Gimmer, hopp. Für alle Fälle will ich breit sein, denn breit sein ist alles. Ausgezeichnet, Schulz. Den blonden Besen bringen Sie mir sofort ins Büro zum Verhör. Wird reingefegt. Schulz, Sie sind ein echter Verwandlungskünstler. Ja, Krieg. Da muss man flexibel sein, gell? Gehen wir. Also, Hogan, wer ist diese Frau? Ich bin ein Genie, kein Hellseher. Das bin ich auch nicht. Sie hab ich nicht gefragt. Es hätte ja sein können, dass ich frage. Schnauze! Nun, warum haben Sie sich versteckt und warum in der Nähe von Stalag 13? Oder wollten Sie etwa Hogan treffen und mit dem heimlich ein bisschen knullen, hä? Das betrifft die Intimsphäre und geht Sie nichts an. Ich möchte gerne wissen, was mit dem blonden Luder los ist. Und das krieg ich auch raus. Ich bin überzeugt davon, dass unser Blondie aus einem ganz bestimmten Grunde hier ist. Und Sie kennen diesen Grund. Nun, packen Sie mal aus, oder Sie haben die nächsten 20 Jahre Stubenarrest. Ist das klar? Weswegen denn? Weil Sie die Teppiche nicht sauber geschrubbt haben. Ich kann Ihnen nichts sagen, was ich nicht weiß. Herr Kommandant, mein Name ist tatsächlich Suzanne Lechey. Ich halte mich jetzt schon über ein Jahr versteckt. Ach, ein Flüchtling also. Vor der Gestapo? Ja. Dieser amerikanische Offizier und seine Männer wissen nichts von mir. Ich habe heute nur etwas zu essen haben wollen. Und ich habe gesehen, wie sie was bekommen hat. Ja, ist ja gut, das weiß ich doch. Das ist auch schon alles. Suzanne Lechey? Dr. Lechey? Oui. Ich bin Dr. Lechey. Wow. Was ist, Moment mal, Dr. Lechey? Lechey, die bekannteste Forscherin auf dem Gebiet der Chemie. Das ist der größte Schatz, den Frankreich überhaupt hat. Autsch, ich wusste, ich kenne Ihren Namen. Warum haben Sie überhaupt Ihren Namen gesagt? Ich wollte nur vermeiden, dass man Sie bestraft, denn Sie kennen mich nicht. Der ruft jetzt sicher in Berlin an und kriegt dafür einen Orden. Meinen Sie? Wirklich? Hogan, das finde ich hochanständig von Ihnen. Wenn Sie nicht ein Ausländer wären, Sie könnten mein Bruder sein. Das Wiener Krümelmonster, sofort. Ich sagte es Ihnen. Und Sie würden an einem äußerst wichtigen Forschungsprojekt für uns mitarbeiten, Mademoiselle? Synthetisches Benzin. Und woher wissen Sie davon? Aha, eine spionierende Spionin. Es ist in Kriegszeiten so gut wie unmöglich, sogar für die Deutschen ein Forschungsprojekt geheim zu halten. Die geht echt wie eine Expertin mit denen. Und, ja, aber mit der Madame möchte ich nicht verheiratet sein. Die Frau hat Stacheldraht auf dem Zähnen. Nur einen anderen Ton zu General Burkhalter, auch wenn er aussieht wie eine zertretene Pflaume, nicht wahr? Klingt. Ersparen Sie uns Ihre Kommentare, wenn's geht. Ist doch wahr.
Um die Frau ist es schade. In einem Lager an der russischen Front dürfte es mit der Schönheit aus sein. Die hat mit Ihnen genug Zeit verplempert, also arbeiten Sie nun mit uns zusammen? No. Dann habe ich keine Alternative. Ich werde Sie bedauerlicherweise der Gestapo übergeben müssen. Möglicherweise sind die überzeugender als ich. Ich habe keine Angst. Doch, die haben Sie, Madame. Ziemlich viel sogar. Ihr mutiges Gerede überzeugt nicht. Klink, rufen Sie bei der Gestapo an. Gut, mach sofort. Nein, noch nicht. Sie haben recht, ich könnte diese Qual nicht lange ertragen. Jetzt wird sie endlich vernünftig. Gutes Timing. Ja, die ist was Besonderes. Bei der bin ich wieder stolz, dass ich Franzose bin. Klink! Haben Sie für Dr. Lecher ein angemessenes Quartier? Na sicher, sie könnte notfalls bei mir übernachten. Schulz! Zur Stelle, wo sie ist? Baracke 9 für Madame Leci. Strengste Überwachung, aber komfortabel. Also mit Federkissen. Dann kommen Sie mal mit, mein hübsches Kind. Ich verspreche Ihnen, Dr. Lecher, Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Und wir werden uns revanchieren, denn wir sind nicht kleinlich. Bitte, ersparen Sie mir diese Redeflüsse. Diese Sprüche kenne ich zur Genüge. Baracke 9. Haben wir nicht einen Nebentunnel zur 9? Sicher, das ist die Nordrampe. Und wir sind im Geschäft. Ich werde Sie jeden Morgen hier abholen lassen. Sie wird zu einem Gebäude gebracht, das nicht weit entfernt ist. Ja, dieses synthetische Benzinding nicht, ja. Ein Forschungslabor. Mehr brauchen Sie darüber nicht zu wissen. Und wenn sie dann wieder zurückgekehrt ist, werden Sie dafür sorgen, dass die Frau kriegt, was sie will. Das ist doch klar. Nur wenn meine Wirtschafterin ihr eins vors Maul haut, da kann ich doch nicht dafür. Die ist ja unwahrscheinlich eifersüchtig. Damit müssen Sie leben, mich interessiert das nicht. Sie haben so viel Verständnis, obwohl die nur sauber macht, ich hab doch nicht. Warum erzählen Sie mir immer wieder diesen Schwachsinn, Klink? Sie sind zum Kotzen. Ab und zu schon. Das ist die Zeituhr. Jede dieser Kerben zeigt 5 Minuten an. Und Sie können sie anschließen, wo Sie wollen. Und ist das Ihr der Zünder? Genau. Sie stecken ein Ende in den Sprengstoff und verbinden ihn hier mit einem Draht, der in die Zeituhr geht. Excellent. Sie sind sehr clever, Sergeant. Danke, Madame. Sie aber auch. Nach dem, was ich über Sie gehört habe, ich würde gern mal mit Ihnen... Können wir die gegenseitige Bewunderung mal für eine Weile auf Eis legen, ja? Ja, gern. Ich habe die neue Plastiksprengstoff ihr in meinem Rocksaum eingenäht. Oh Mann, ist das klasse. Oh ja, noch eins, Madame. Wenn die Uhr eingestellt ist, dann hauen Sie ab, so schnell es geht, weil keiner genau weiß, wie stark die Mischung ist. Ich verstehe. Das ist alles. Nicht ganz. Unser Vermieter kommt gerade. Los, schnell weg hier. Ja, bitte. Madame Leci? Verschee. Das ist ein anheimelndes Plätzchen, ja. Naja, bei mir zu Hause ist es etwas hübscher. Euer Tapetenkleister setzt sie auch bloß mit Wasser an. Die wunderschöne Zeit bei uns geht nun zu Ende. So ein Gestapo-Hengst hat nämlich gerade angerufen, nicht wahr? Ab heute Abend werden Sie zusammen mit den anderen Technikern in dem Gebäude wohnen, in dem auch das Labor ist, nicht wahr? Warum denn das? Na, ich werde einen Deifel tun und die SS fragen, warum die was macht. So, nur packen Sie Ihren ganzen Mist zusammen, nachher werden Sie abgeholt. Auf Wiedersehen. Colonel, haben Sie das... Sicher. Jetzt können wir uns Ihre schönen Pläne an den Hut stecken. Aber er soll heute schon umgesetzt werden. Jetzt können Sie nur noch einen Plan für Ihre Beerdigung machen. Colonel... Psst. Die Deutschwissenschaftler arbeiten Tag und Nacht und sie sind kurz vor Vollendung und all ihre Pläne müssen unbedingt sofort zerstört werden. Es ist lebenswichtig. Das wirft sie dann um Jahre zurück. Wie kann ein solches Frauchen so auf die Nerven gehen? Es gibt noch einen anderen Grund. Um das Vertrauen von den Leuten zu gewinnen, ich musste sie fabelhaft beraten. Das heißt, ich habe sehr geholfen bei ihrer Fortschritte. Das kriegt man jetzt auch nicht mehr vom Tisch. Colonel, muss ich Ihnen gegenüber wieder meinen Rang betonen? Suzanne, hören Sie. Sie sind eine wunderbare und begabte Frau. Und falls Sie diesen Krieg überleben, haben Sie viel zur Forschung beigetragen. Werfen Sie Ihr Leben nicht weg. Sie wissen doch, was das heißt. Ich muss das durchziehen.
Aber vielen Dank, dass Sie so um mich besorgt sind, Colonel. Colonel. Wissen Sie was? Zum ersten Mal habe ich meinen Vorgesetzten geküsst. Also hier, da sind keine Häuser, die Straße ist leicht abschüssig. Wäre, glaube ich, der beste Platz, um einen Wagen anzuhalten. Carter, du und Newkirk, ihr macht das. Ja, Sir. Le Beau, wir beide warten hier. Von dieser Seite kommen wir da ran. Gut. Oh Mann, das wird aber haarig. Das ist kein Witz. Wir können es nur versuchen. Schade, dass man ihr das nicht ausreden kann. Nein, das geht nicht. Aber glaubt mir, ich habe alles versucht. Wirklich alles. Das ist klar. Der Lippenstift ist immer noch dran. Was ist denn los hier? Hauptfeldwebel Schindler, ich habe diesen Mann hier festgenommen. Engländer, hä? Ja, ich bin Engländer, du verdammter schwarze Sau. Hältst du wohl das Maul? Können Sie mich mit dem Gefangenen zum Hauptquartier bringen? Steigen Sie ein. Keine Bewegung. Wer sind Sie? Keine schnellen Bewegungen. Ihr wisst, was zu tun ist. Um den kümmere ich mich. Was treiben Sie hier? Zurück in den Wagen. Ich verstehe nicht. Zurück in den Laster. Was soll denn das Ganze werden? Das liegt ganz alleine bei Ihnen. Der Krieg kann für Sie verdammt schnell vorbei sein. Auf die harte Tour oder Sie kooperieren. Ich werde nichts tun. Ich habe nie sehr gut schießen können, aber wenn die Mündung am Kopf sitzt, wird's gehen. Sie werden uns jetzt ganz ruhig zum Labor fahren oder Sie werden auf der Stelle sterben. Denken Sie genau darüber nach. Sie haben sehr viel Zeit. Genau 10 Sekunden. Also gut, ich fasse hin. Sie waren 5 Sekunden zu früh. Eine fabelhafte Leistung für den Anfang. Los jetzt! Wird's bald! Heil Hitler. Heil Hitler. Guten Abend, Herr Hauptmann. Guten Abend, Oberleutnant. In Ordnung. Wer ist das? Major Hogenschmidt. Darf ich Ihren Passierschein sehen? Vom Generalinspekteur, Sektion 8. Ich bürge für ihn, ich hab's eilig. Gut. Sie können passieren. Heil Hitler. Heil Hitler. Macht auf! Wir müssen leise sein. Im Nebenraum hängen Mikrofone. Dann gehen wir unter Absingen schmutziger Lieder. Das hier sind die Pläne und Akten, die weg müssen. Der Sprengstoff, den Sie mithaben, dürfte ja mehr hochjagen als nur ein Rock. Ich hole ihn. Nicht nervös werden. Oh, guten Abend, Dr. Richer. Ich habe Sie hier gar nicht erwartet. Oh, Dr. Krühle, das hier ist Major Hogenschmidt vom Büro des Generalinspekteurs. Heil Hitler. Heil Hitler. Ich gehe ins Casino. Ja, liebend gern. Ich suche nur etwas raus, dann komme ich. Gut, dann gehe ich schon. Können denn diese Penner nie anklopfen? In meiner Werkstatt würde ich auch nicht anklopfen. Tja. So, okay. In 5 Minuten fliegt alles in die Luft. Dann verschwinden wir. Mhm.
Soldat, Sie fahren den LKW. Hauptmann, es macht Ihnen sicher nichts aus, hinten zu sitzen. Na, was soll er auch sagen? Also los. Alles in Ordnung, Herr Major? Wir haben es eilig. Heil Hitler. Hallo, Oberleutnant Martin. Ja? Ja? Das stinkt. Achtung! Carter, fahr ein bisschen rüber, damit uns das Labor überholen kann. Überholen wird uns nicht, es wird über uns hinwegfliegen. Es ist nämlich die Kompression, die bei Danke, dieser Art... Danke, Carter, vergiss es. Fahr weiter. Schulz? Kommandant? Ja, Hogan, was gibt's? Ich habe hier eine Beschwerdeliste. Beschwerden nur Mittwochnachmittags. Morgen? Nein. Nein, ich habe den Kopf voll. Ach, übrigens, Oberst, wir haben Dr. Lechet überhaupt nicht mehr gesehen in den letzten Tagen. Was liegt denn da an? Die ist weg, verschwunden und die wird auch nicht mehr auftauchen. Hat das vielleicht was mit der Explosion neulich Nacht zu tun? Darüber wird sie in eine Stifte Schippe legen, denn das ist streng geheim. Außerdem geht sie das überhaupt nicht... Momentchen, das kann doch nicht sein. Was ist denn da auf Ihrer Backe? Lippenstift. In einem Gefangenengefängnis? Das ist praktisch unmöglich. Hier gibt es keine Frau nicht. Nee, ich wäre der Erste, der das wüsste. Einer von den Männern hat ein Theaterstück geschrieben. Das haben wir geprobt. Beschäftigungstherapie. Ein Theaterstück? Worüber? Also, in dem Stück gibt's eine Wissenschaftlerin, die gefangen genommen wird von den Deutschen. Das sind die bösen Jungs, nicht? Aber sie flieht nach England mit Hilfe der Kriegsgefangenen. Das sind die guten Jungs. So, dann gibt's noch einen verrückten Lagerkommandanten, der immer rumrennt und schreit. Halten Sie die Schnauze! Weggetreten! Sie wären klasse für die Rolle. Er hat Humor. I'm going to go to the hospital.